bei mir heute als Co-Kommentator ist der Timo Lippuner, der ehemalige Nazi-Coach von der Schweiz. Timo, vielleicht als erstes, ganz kurz, was muss man erwarten heute vom Spiel? Also was ist das Ziel überhaupt von so einem Mannschaftsspiel? Ja, ich glaube, es ist natürlich auch so, dass so ein Vorbereitungsspiel für die Mannschaft immer wichtig ist. Standortbestimmung ist eigentlich, aber auch in der Abstimmung zwischen den Spielerinnen. Es geht einerseits darum, dass man vielleicht eine Ausstellung probiert, wo man dann in einer Woche spielen will, aber andererseits auch nicht zu viel zeigen, wenn man natürlich weiss, dass die Videos analysiert werden. Von dem her, glaube ich, können wir uns auf eine ausgeglichene Partie einstellen, weil doch beide Teams auch relativ nahe beieinander waren. Vor zwei Jahren das 3-2 an der EM gespielt haben. Und von dem her denke ich, wird das eine spannende Sache heute und wir werden sicher viele verschiedene Spielerinnen sehen, auf beiden Seiten, die eingesetzt werden. Und jetzt sehen wir hier gerade wie. Genau, jetzt werden dort Ballkids und das sind auch eben Spielerinnen, die im Nachwuchsleistungszentrum sind, in dem Fall. Genau. Gesagt, ja. Also unter anderem jetzt hier eher die grösseren Damen, die dabei sind. Ja. Die sind aus dem Zentrum in Zürich, aus dem sogenannten NNV Zürich, Nationalen Nachwuchsverein. Und morgen sind die Spielerinnen aus dem NNV Aarau dabei. Wo du verantwortlich bist dafür. Ja. Genau. Genau. Das werden wir so ein bisschen integrieren, weil im Moment ja aus bekannten Gründen Zuschauermöglichkeiten begrenzt sind. Also, los geht's bei uns am 6. Es wird in ein paar Minuten werden die Kader vorgestellt. Das werden wir dann auch noch kurz mitnehmen. Und eben, es geht um das, was eingeblendet ist und die Vorbereitung für die Qualifikation für die Europameisterschaft, die in nächster Woche die Schweiz, nächste Woche in Minsk, in Belarus stattfindet. Okay, dann werden sich die Teams einstellen am Netz und möchten gerne die Spieler vorstellen. I represent the Teams and the Staff of both Teams. El equipo de España, número uno, Ariadna Brillante Frances. Número dos, María José Coral Busta. Numero 4, Lucia Rolbrugna. Numero 5, Alba Maria Sanchez Garcia. Numero 6, Lucrecia Castellano Engo. Numero 7, Carmen Monsue Basatoy. Numero 8, Carlota Garcia Conrado. Numero 12, Lucia Varela Gomez. Numero 13, Patricia Villares Herrera. Numero 15, Elia González Fernández. Numero 16, Maria Segura Payeres. Numero 17, Ana Escamilla Serrano. Numero 20, Raquel Montoro Muñoz. Numero 23, Delia Bravo Culebras. The head coach of the Spanish team is Pascual Saurín Gutiérrez. Assistant coach Esther López Arroyo and José Carlos Ayas Grant. Physiotherapist Leticia Lucero Infante. The doctor is Maria Pastor Garcia and the team manager Juan Alonso Fernandez Toff.
Auftritt heute Sommer mit folgenden Spielerinnen. Sie sind ein Rückschlagspieler. Nummer 1, Schweizer Meisterin geworden mit Ideos Glück. Herzliche Gratulation, Julie Lengweiler. Nummer 2, sie ist Töpfsiegerin geworden mit Andi Schaffhausen, Corinna Petrovac. Herzliche Gratulation. Nummer 3, ist Nicole Eichholzer. Mit dem Freude Thais Debrati. Nummer 6, Madalena Matter. Nummer 7, Mary Jäger. Mit Nummer 8, Samira Sulze. Nummer 9, Sarina Bieland. Mit dem Freude Deutsche Meisterin und MVP von der Bundesliga. Herzliche Gratulation. Mit Nummer 14, Captain Laura Günther. Mit der 15, Annalena Matter. Nummer 16, Flavia Knutti. Mit Nummer 17, Ritterin, Schweizer Meisterin, herzliche Gratulation, Xenia Staffelbach. Nummer 19, Gottlieb Schwarz. Und mit der 22 Audemirend Lisa Müller. Head Coach ist Saskia van Hintum. Herzlich willkommen. Assistiert wird sie von Friederström und von Dirk Sparidas. Athletic Coach ist der beste Isfendia Ira. Scout der Ricardo Balsamo und Physiotherapeutin. Michelle Limon. Bevor es dann mit der Nationalhymne weitergeht und mit den Starting Six und so weiter, haben wir kurz vorausschauen. Timo Lippuner bei mir, früherer Nazi-Coach, nicht der Verantwortliche fürs. Sagen wir, wie heisst es richtig? Nachwuchsleistungszentrum? Genau, der nationale Nachwuchsverein ist die genaue Bezeichnung. Das ist darum jetzt eigentlich nicht im Sinn vom Namen her ein nationaler Stützpunkt, weil es eben von einem Verein geführt wird. Das ist ein neues Konzept. Ja. Wir haben zwei in der Schweiz, jetzt von der Damenseite her im Indoor. Das ist Zürich und Aarau. Und das ist einfach so, dass man sich vorstellt, dass ein Club das Mandat übernimmt, den Stützpunkt zu führen. Und dass nicht der Verband das führt, sondern der Club. Darum ist es eben national Nachwuchsverein. Genau, dann bist du bei Aarau engagiert. Schauen wir auf das Spiel heute. Eben, wir haben vorhin gerade schon ein bisschen gesagt, was ein bisschen das Ziel ist. Natürlich gute Vorbereitung und so. Irgendwie zuerst auf den Gegner, auf die Gegnerinnen aus Spanien. Für jemanden, der jetzt keine Ahnung hat, wie muss man die Mannschaft einschätzen? Ja, grundsätzlich hat Spanien sicher eine längere Tradition, international präsent zu sein als die Schweiz. Sie waren aber auch vor der letzten EM auch mehrere Jahre nacheinander nicht mehr an der EM gewesen. Sie haben also auch von dieser Aufstockung profitiert. Sie haben vor 10-15 Jahren eine sehr starke Liga gehabt und sind inzwischen dort aber auch nicht mehr vorne mit dabei. Sie haben aber viele internationale Spielerinnen jetzt von diesen. Sagen wir mal, von den Shooting Stars haben wir jetzt hier im Moment fast nur zwei. Das ist Passeuse, die gerade am Netz steht. Nummer zwei, das ist Marie-José Corral, die spielt in Paris. Und mit dem 16. haben wir eine, die vorher gerade angegriffen hat. Das ist Maria Segura. Die hat in Stuttgart gespielt und war vorher auch in Italien, gewesen, in Dresden und vorher auch noch in Italien. Hingegen fehlt sehr grosse Shooting Star, sage ich mal, die junge Annes Camilla. Sie hat in der letzten EM noch gespielt, war jetzt in Busto Arsizio in Italien. Sicher eine der Zukunftshoffnungen des spanischen Volleyball. Die ist nicht da. Aber insgesamt würde ich sagen, es von der Alterskategorie her ein ähnlich wie unser Team einschätzen, sind beide ungefähr gleich vom Altersdurchschnitt her. Und haben doch 6 Spielerinnen, die mit dem Headcoach zusammen in der nationalen Liga zuerst gerade den meisten Titel geholt haben in einer packenden Serie. Was sehr knapp war, also Las Palmas hätte dort gewinnen können. Genau, also der Nazi-Coach gleichzeitig der Trainer vom Meister in Spanien. Der hat genau. Gerade eine grosse Anzahl Spielerinnen mitgenommen. Was ich auch auffällt, ist, dass man Kader alle von den beiden Teams, du hast es schon gesagt, eben,
drei oder zwei, die jetzt hier sind, die in Spanien, wo nicht in Spanien selber spielen, sondern im Ausland. Und in der Schweiz sind es mit der Laura Künstler und der Maya Stark zwei, die im Moment nicht in der Schweizer Liga spielen. Also dort eigentlich eine ähnliche Voraussetzung am Anfang. Genau. Wer bei den beiden Spielerinnen gerade sind, das ist, nehme ich an, auch so ein bisschen Knackpunkt. Denen beiden muss es gut laufen, wenn es im Team soll gut laufen. Kann ich mir vorstellen, bei der Schweiz jetzt. Ja, es ist so, dass die zwei natürlich mit sehr grossem Abstand vor den anderen in der Mannschaft einschätzen sind. Auf der anderen Seite ist Volleyball ein Mannschaftssport, das ist das Schöne dran. Und es geht natürlich darum, dass der Gegner ja auch weiss, dass die zwei sehr wichtig sind. Und darum ist schon entscheidend, was natürlich der Rest der Mannschaft macht. Und da hat es doch jetzt grosse Fortschritte gegeben in Sachen Spielpraxis der Nazi A, Verantwortung übernehmen der Nazi A von den anderen Spielerinnen, die natürlich auch an diesen zwei wachsen können. Das heisst, die beiden quasi auch als Vorbild oder? Für die anderen Spielerinnen, die hier natürlich jetzt auch im Nazi-Zusammenzug auch sehen, was für ein Niveau die beiden Spieler haben. Maya Stark, der Speaker, hat vorhin gesagt, als falsche Spielerin auszeichnet in der Bundesliga von der letzten Saison. Genau. Und das ist natürlich schon ein riesiges Ding, wenn man in einer starken Liga, wie das Bundesliga ist, erstmal Meister wird und dort der tragende Spielerin ist von diesem Team und nachher noch als MVP gewählt worden ist, respektive meiste MVP-Medaille, wenn sie so geholt hat. Das ist natürlich, kann man nicht sagen, nur als Schweizerin im Ausland etwas Tolles, sondern allgemein als Volleyballerin, ja, ist natürlich das ein höchstes Lob. Was erwartest du also von der Aufstellung her? Also spielt man quasi wissen wir schon, wer spielt? Seht ihr das? Ja, wir haben jetzt hier von den Statistiken schon die Aufstellung bekommen. Also es ist so, dass eben, wie wir vorhin gesagt haben, es ist ein kleines Mittelweg zwischen Ausprobieren und Stabilisieren. Ja. Also ich sehe zum Beispiel, die Schweiz wird mit der jungen Passeuse anfangen, mit der Annalena Mäder, die in Smash gespielt hat. Und wird auf der Diagonale mit der Maya anfangen und Laura Künzer wird als Aussergreifer auf dem Feld stehen, mit der Corina Pelkova zusammen. Also das sind so die erwarteten Stammangreifer, würde ich mal sagen. Und in der Mitte spielt Madeleine Matter, die jetzt doch also sehr viel Erfahrung der Position mitbringt. Und die andere Position in der Mitte übernimmt Samira Sulzer, die in Düdingen jetzt im Finale gestanden ist. Und auf der anderen Seite hat die Passeuse an, die eben nicht im Ausland gespielt hat, sondern eben Briante. Und ich glaube, jetzt kommen wir gerade zu den Nationalhymnen und dann würden wir vielleicht nachher noch auf die Panier eingehen. Machen wir. Also, Nationalhymnen als nächstes, noch ein Starting 6. Und dann sind wir pünktlich auf die 6 zurück mit dem Kommentar. Und sonst sind wir mal bei dem Speaker jetzt und bei den Bildern die nächsten paar Minuten. So, I think everything, everybody is ready. We can start. We can start the first of two friendly matches between Spain and Switzerland, and we start with the national anthem, so please stand everybody. We start with the Spanish hymn, with La Marcha Real. Thank you.
Für das erste von den beiden Freundesspiel von der Schweiz gegen Spanien. Eben mit vorhin noch bei der Aufstellung gesehen. Die Schweizerin haben wir kurz durchschauen. Die Spanierin haben wir jetzt gehört, wie sie starten. Genau, also es ist jetzt für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen einfacher, wenn man so die Nummern noch dazu sieht. Also eben, wir haben jetzt hier gerade am Service, weil wir Segura immer vorher angesprochen haben, die in Stuttgart gegen die Maja gespielt hat, wo es sogar im Angriff ist. Ich denke, wir werden am Anfang jetzt ein bisschen abtasten sein. Und auch hier sehen wir noch nicht alles klappt, jetzt auch ein Pass. Die junge Passeuse, die ist erst 18. Wo die Spanier hier gestartet hat und auch die junge Diagonale, die ist auch erst 18. Also Jungs, junge Anfangsformation bei den Spanierinnen. Genau. Jetzt sehen wir schon den ersten umkämpften Ballwechsel. Und zweiter Punkt der Schweiz. Der Angriff von der Raquel Montoro da drinnen raus. Ja, man sieht, dass das Timing nicht ganz passt. Der Ball hat von allen Anschein nach auch noch die Antenne berührt. Wir haben es gerade sehr gut gesehen, auch vom Tempo her, also dass man probiert, jetzt Mitte und Rückraum so zu kombinieren. Jetzt eben sehr gut auch gegen einen Block können angreifen, also ihre wichtigste Angreiferin bereits früh in Szene gesetzt. Dann haben wir gerade eine Postprobe, oder vorher von dir angesprochenen Maja Sturm. Die Schweizerin eben mit Nummer 11, Meisterin geworden mit Dresden in Deutschland.
Er ist vor wenigen Tagen gleich hochgeklappt. Ja, man muss schon sehen, für beide Mannschaften ist die Vorbereitungszeit sehr, sehr kurz. Aber wir haben hier knapp zwei Wochen Vorbereitungszeit, wo man hier die Wettkampf hat. Also ist die Abstimmung sehr wichtig. Und wie man hier sieht, die beiden Passeuse, Daria Mäder, die mit Madeleine zusammen in der Saison zusammen in Erst gespielt hat, hier funktioniert die Abstimmung quasi blind. Und jetzt geht es auch die Nationalmannschaft darum, auch zwischen anderen Spielerinnen, die es eben nicht während 6-7 Monaten gespielt haben, das herzubringen. Und das ist nicht ganz so einfach. Und wenn jetzt zum Beispiel Maya Tork wahrscheinlich in den letzten Tagen noch dazugekommen ist, weil sie noch gespielt hat, und andere Team schon länger jetzt zusammen gespielt hat, um sie auch noch integrieren. Genau, so erfahrungsgemäß ist die Abstimmung mit der Mitte noch ein schwieriger als mit den Aussen an Diagonalpositionen, als eben Maya, die diagonal spielt, oder Laura Günzler und jetzt Corina Perkovat auf der Position 4. Ist die Abstimmung normalerweise ein bisschen einfacher. Wieder sehr schön diagonal abgeschlossen. Oder ist die April. Und ein guter Start auch für die Schweizerinnen in das Spiel. Das Rückduell am Netz. Und hier ist man da ein bisschen das Foto oben gesehen. Man sieht, was hinter gerade noch einmal hier. Man dreht immer so schön, die kleinere Spielerin gewinnt. Und hier hat jetzt die Passhöhe gewonnen. Spielen Band sehr solides Sideout, immer aus einer guten Annahme raus. Auf einen Punkten. Ich nochmal, es hat mit Madeleine Matt wieder gesagt sein und da haben wir den 15 sehr gut gemacht. Früher der Block auf ihre Halbtagreiferin, da ja sehr gut abgestellt. Genau, das ist jetzt was ein bisschen unter Bedrängnis war, der Ball ein bisschen und man hat natürlich, die wissen das auch, dass die Maier im Rückraum sehr stark ist. Ja, interessant, also ich habe jetzt, wenn man jetzt sieht, das ist jetzt der dritte Service, der auf der Liberat heisst, der Prati landet. Und entweder heisst sie effektiv aussucht oder wir probieren jetzt eine Zone anzuservieren, 6-1 auf der Libero dort. Wir haben es aber sehr gut gesehen, dass das Timing noch nicht ganz passt. Wenn ihr es seht, die Wiederholung sichert sehr gut. Wenn ihr hier 20 Diagonal anschaut, bleibt es früh oben, der Ball sinkt schon. Und dann ist es natürlich schwierig, da noch Druck drauf zu geben. Ist aber wie gesagt, am Pass 18-jährig, Diagonal 18-jährig, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Aber auch hervorragend schöner Block war, oder Laura Künzler. So, wieder immer noch ein Abstimmungsproblem, das Timing noch nicht passt, aber der Ball hat doch noch im Pauk gelandet. Für das ist eben, sind ja die beiden Spiele heute auch hier, oder, um sich eben noch ein bisschen finden und noch ein bisschen schauen, dass man eben die Abstimmung ankommt. Wenn es geht, eben Twitter für die nächste Woche dann ihre Qualifikationsplanierinnen schon das Wochenende, die ersten Einsätze in der Qualifikationsgruppe mit Griechenland, Norwegen und Österreich. Also die Spanierinnen müssen schon relativ bald parat sein. In dem Sinne, die Schweizerinnen haben ein bisschen länger Zeit, wobei sie müssen durch den Anreisen auf Minsk. Ja, ich würde sagen noch ja, 3 Tage mehr Zeit. Ja, ich spiele unter der Woche.
Jetzt haben wir hier sehr, sehr hoch abgeschlagen von der Laura Künzer mit Block. Unerreichbare Verteidigung. Ich würde sagen, das Spiel ist lanciert. Beide Seiten schaffen eine gute Verteidigung. Der weitere Punkt für die Schweizerinnen durch Laura Künzler. Der Mundschlag bei der Schweizerinnen Annalea Mader. Lückenblock ausgenutzt. Sieht man es hier in der Erholung sehr gut. Mit Samira. Boot kann regieren und früh abgumpert und ist dann eben natürlich offen. Die kommt ausgenutzt. Mit dem Vorteil noch ein bisschen Tempo gespielt, da ist der gute Annahme raus. So ist der Ball noch vom Block berührt worden. Vielleicht sieht man es hier in der Wiederholung. Vor der Diagonalspielerin auf der Position 2. Oder Daniel Montoro. Man kann es zumindest erahnen, sage ich mal. Ich bin nicht ganz gestimmt bei dem Punkt von der Meier Stark. Beide Spielerinnen nicht ganz einig sind, wer hier schlussendlich soll den Ball nehmen. Darum weiter ein Punkt für die Schweizerinnen. Es ist ausgegangen, dass die Unstimmigkeiten über die Zeit ein bisschen gelöst werden. Und genau darum muss man einfach spielen. Das kann man im Training nicht alles simulieren. Auch hier sieht man gut, dass der Laura dann erst null übereinander steht. Dann werden sie nach 3-4 Tagen lösen. Mutig gespielt von der Annalea. Und dann noch eine durchretten. Schwierig zu verteidigen für den Ball. Aber wichtig natürlich, nicht die viel einzusetzen. Der Gegner, auch der EM-Quali, wird wissen, dass viel über die Laura und über Maya wird laufen. Und darum enorm wichtig, dass mit ihm ins Spiel eingebunden werden. Läuft wieder über die Meier Stork und der Punkt ist gemacht worden. Genau, und der ist ihr vierter Punkt gewesen. Man sagt, wenn eine Spielerin so 5 Punkte oder mehr in einen Satz macht, ist sie schon sehr dominant und ist jetzt mit dem Satz und die Meier ist bereits auf bestem Weg. Aber wie man hier sieht, auch für den Kerkowat macht ihre Punkte. Nutzt den Block hier, clever. Punkt 10 und wir haben den ersten Timeout im Freundschaftsspiel hier. Der spanische Coach, der Pascual Saurin, nimmt hier den ersten Timeout. Ja, was ist die erste Fazit von den ersten paar Minuten in diesem Spiel? Also schön zu sehen, wie die Schweizerinnen sehr druckvoll agieren, also sowohl im Service als auch im Angriff. Es wird noch ein bisschen wackeln in der Annahme, hier haben wir im Moment ein deutliches Plus auf der spanischen Seite. Mit über 60% positive Annahmen und die Schweizer sind auf 27%. Das heisst, dort haben wir noch Luft, aber im Moment gefällt mir sehr gut, dass sie viel mitprobieren aus schwierigen Situationen und dass sie lösungsorientiert angreifen. Im letzten Ball hat eben Corina Pergovac gesehen, viel Mut und eben nicht einfache Winter übergespielt, sondern wirklich auf Punkt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das Feldvertrauen muss sich erarbeiten. Und von dem her glaube ich, es ist eine sehr druckvolle Phase, die wir es hier von den Schweizerinnen sehen. Und das ist doch ganz wichtig jetzt, wenn man so kurz vor dem Spiel steht. Positiv und erfreulich natürlich.
Jetzt auch hier eben Maja Stolk mit ihrem auch in Deutschland sehr gefürchteten Sprungservice, ja, wo halt etwa die Mal dann das Feld verpasst, aber wenn er kommt, ist er hochgefährlich. Ein bisschen flach auch, der Ball. Es war doppelt gesichert gewesen, und man sieht hier wieder sehr schön hoch abgeschlagen mit sehr viel Kraft. Maja Stork. Aber der Block ist der Fluss vor, so mit den Händen noch nicht gesichert. Also hat die Verteidigung nicht mehr genützt. Weil die Verteidigung sowieso schwierig geworden wäre wahrscheinlich, aber gut. Der Rückschlag bei der Spanierinnen der Gia Varela, die bei Las Palmas spielt, der Meister im Spanischen. Man sieht jetzt bei diesem Ball auch hoch gerettet und es ist nur noch der Höchball möglich. Und dabei, dass sich Laura Fjöns und der Mann ist doch gewöhnt, viel Verantwortung zu übernehmen, das sieht man auch hier. Aber der Gegner weiss natürlich das auch, kann den Block früh stellen und wird natürlich zwischendurch mal passieren. Der darf nach wie vor in der Annahme, hey, die Schweizer noch in Mühe. Jetzt hat der Ball in der Verteidigung noch nicht kontrollieren. Der führt jetzt wieder einen schönen Block. Schöner Block, genau. Ja, zum zweiten Mal, wo Lara Fjöntl zugreifen kann. Ist gegenüber der Diagonale. Wir haben es sehr schön gesehen in dieser Rallye. Sehr gute Annahme bei den Spaniern, aber die Schweizer haben eine Verteidigung und im Gegenangriff hat Kleber den Ball abgelegt. Das war eben dominante Spielerinnen gehabt. Ich glaube, die Laura Künter hat auch schon mehr als 5 Punkte gemacht jetzt, oder? Ja. Der Timo Liebhunner hat hier auf die Statistik zugegriffen, darum kann er das gerade beantworten. Das stimmt, mein Eindruck da. Genau, da wird Lara schon 2 Blockpunkte und 4 Angriffspunkte. Maja hat 5 Angriffspunkte. Und hat dafür auch schon den Service können zulängen. Man sieht hier nach diesem Punkt ausgeglichen und man sieht den zweiten Timeout. Timeout von Spanien, wobei Spanierinnen eigentlich fast stark sind beim Stand von 14-16 nach dem letzten Timeout. Dann hat es aber jetzt 2 Punkte von den Schweizerinnen. Genau. Wenn man sieht, dass er überall noch so ein Lücken drin sind, das ist ganz normal. Aber wie gesagt, ich würde sagen, so das offensive Plus liegt bei den Schweizer. Und das defensive Plus im Moment liegt bei den Spaniern. Im Moment überwiegt das Offensive. Jetzt Madeleine Matter am Flugplatz. Ja, man sieht hier, dass jetzt die dritte sozusagen perfekte Annahme in Folge. Und darum können sie gut über die Mitte spielen. Und Punkt dort Carmen und Zue. Sie haben gute Annahme gehabt. Natürlich auch mal hat so der probiert, Pass hinten zu machen, dann hat aber die Knöpfe gut abfließen. Ja, man sieht, wie früh dass die Spanier den Block schon auf die Laura Kühn zu stellen, wenn dann ja mehr davor ist. Das heisst, mit der Mitte geht gar niemand mit dort. Die wissen natürlich, dass es jetzt, wenn es drauf ankommt,
wo die Bälle herkommen. Ja. Nichtsdestotrotz hat die Schweiz einen Punkt gewonnen. Die Banner haben noch den Fehler gemacht. Ja, hier wieder über die Mitte. Und noch nicht ganz gestummen, aber so ist es ja schon zum zweiten Punkt. Wegen der Punkt, für den Punkt längs. Durch Samira Sulzer. Ja, das ist ganz wichtig. Die Mitte im Spiel behalten, das ist sehr, sehr wichtig am Hinblick auf das Spiel nächste Woche. Clever abgelegt jetzt der Ball von der Abwehr Montoro. Wird das hier noch ganz schön da nicht voll angegriffen, sondern wirklich der Arm lässt stehen. Kurz mit dem Handgelenk, das ist sehr schwierig zu verteidigen. Immer so, wenn Maria Segura in der Bundesliga zum Service gekommen ist, dann ist das grosse Zittern losgegangen beim Gegner. Hat einen sehr gefürchten Service, von dem her ist jetzt für die Schweiz gut wert, dass sie jetzt ins Netz gespielt hat. Der erste Gatsch vor allem ins Netz gespielt hat. Genau. Ja. Und hier hat wirklich einen sehr, sehr schwierigen Service. Extrem schnell gespielt, der Plattenservice. Ja, wir sehen hier Blocklücken, klafft noch etwas oft aus. Die wird im Moment am meisten ausgenutzt von den Spaniern. Das ist sicher etwas, das noch Potenzial hat. Wenn wir sehen es auch hier wieder. Die Annahme ist schwierig, aber wenn man Maja Storck auf der Diagonale hat, wo solche Bälle verwerten kann, ist natürlich das Gold wert. Und man sieht hier, Alea Werner muss fast von 6-7 Meter aus dem Feld passen. Als Maja Storck. Bringt den Ball mit viel Power runter. Platzierter Aufschlag hier. Aber punktlos für die Spanierinnen. Ja, alle Mitte gespielt jetzt mit der Lucia Varela. Wir den zweiten Punkt können machen. Der Finte probiert hier, aber nicht erfolgreich. Zweiter Versuch, aber erfolgreich für den Maja Storck. Satzball jetzt mit Schweizerinnen im ersten Satz. Unglaublich, wirklich ein starker Arm, den Maja Storck hat. Ja, da sieht man auch, die Verteidigung ist richtig gestanden. Jetzt sieht man gerade wieder den Aufschlag auch noch ebenfalls von der Maja Storck und doch ist der erste Platz. Für die Schweizerinnen 25:19. Der erste Satz, also in dem ersten der beiden Testspiele heute Morgen von der Schweiz gegen Spanien. Jetzt sind wir eine kurze Pause. Jawohl, weiter Wechsel. Soweit. Ja, manchmal so, sind Testspielzeiten gar nicht gewertet. Ja, ich weiss, es ist ein bisschen unklar. Bei uns stehen da gerade die Spanierinnen und Spanier dran. Genau. Also es ist noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch wichtig, also falls es 3-0 geben sollte, wird es sicher einen vierten Satz gespielt. Man spielt also, wie das üblich ist bei Trainingsspielen, sicher 4 Sätze. Man will natürlich möglichst Zeit auch nutzen. Eben auch die, das quasi, eben auch die Wettkampfpraxis mitnehmen natürlich, oder? Mhm. Ja eben, jetzt haben wir schon Zwischenfazit, jetzt haben wir schon gezogen. Nachher gibt es noch andere Erkenntnisse jetzt beim ersten Satz. Oder ist es so, eben, dass man bei der Annahme einfach noch ein bisschen stabiler werden muss? Also sicher wird die Annahme ein Element sein, wo entscheidend ist, der grosse Unterschied. Offensiv haben Laura und Maja zusammen 15 Punkte erzielt. Also die zwei haben effektiv den grössten Teil hat den Punkt gemacht und gleichzeitig muss Lara natürlich auch in der Annahme noch stehen. Macht das aber sehr gut. Sie ist die Annahmequote drauf hat. Sie hat jetzt schlussendlich am meisten Ball bekommen und hat 35% positive Annahme gehabt. Und da merkt man natürlich die Erfahrung. Lara hat doch jetzt einige Jahre im Ausland Erfahrung sammeln in der Nationalmannschaft. Und da merkt man natürlich, die ist sattelfest auf dieser Position. Und das sieht man auch, dass sie natürlich viel Stabilität ins Spiel bringen kann. Also eben die Annahme und sicher
die Blocklücke. Es ist so, dass Spanien zwar schon zügig gespielt, aber es nicht sehr ein höheres Tempo. Und ich glaube, dort hat auf jeden Fall der Schweizer Block noch Möglichkeiten, noch ein bisschen mehr rauszuholen. Weil im Moment ist auch so, dass der Service, jetzt abgesehen vom letzten Mal, was wir gesehen haben, ja, noch zu wenig Wirkung erzielt bei den Spaniern. Die können noch das gut abnehmen im Moment. Und das eröffnet natürlich den Passlösen noch viele Möglichkeiten. Aber insgesamt, wie gesagt, offensiv sehr stark, relativ wenig Eigenfehler. Auch im Block ausgeglichene Statistik. Die Schweiz hat 3 gemacht und Spanien hat 4 gemacht. Und dann wieder Annahme ist im Moment ein deutliches Plus auf der spanischen Seite. Und von dem her, glaube ich, geht aber auch der Sieg vom ersten Satz absolut in Ordnung. Ich denke, wir haben eine starke Schweizer Mannschaft gesehen jetzt im ersten Satz. Wo man noch eins muss sagen, die kurze Vorbereitungszeit, wo die Mannschaft, also beide Mannschaften haben, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben ja im Vorfeld des Spiels schon kurz darüber geredet, oder? Also eventuell dann noch, also nicht nur eventuell, wir werden sicher noch Wechsel sehen oder Änderungen im, auch in der Aufstellung. Während wir hier noch einblenden sehen, was die Vorbereitung eigentlich für euch ist, dass ihr eben nächste Woche die Spiele, denen, wo es in der Schweiz um die Wurst geht, um die Qualifikation für die Europameisterschaften, dann ab nächste Woche gegen Estland und Weißrussland, Belarus. Wie sind die Chancen denen, Timo? Also es ist so, dass das der einzige Pool ist, wo 3 Teams nur sind, normalerweise sind es 4. Ja, beide qualifizieren sich, muss man und sagen. Die ersten beiden qualifizieren sich. Also die Chancen sind erstens mal von der Ausgangslage sehr gut. Und jetzt in dem Pool mit Estland und Weißrussland, würde ich sagen, ist Weißrussland leicht favorisiert. Kommt auch darauf an, mit welchen Spielerinnen sie werden kommen und in der Situation ist. Und im Gegenzug ist die Schweiz leicht favorisiert gegenüber Estland. Aber das wäre auf jeden Fall ein heisses Spiel. Wir konnten Weißrussland den letzten EM schlagen. Im letzten Spiel. Und gehen dementsprechend sicher dort auch ein bisschen mit Selbstvertrauen, wie die Schweiz dort auftreten kann. Auf der anderen Seite haben wir gegen Estland eigentlich eine gute Bilanz, aber an der Euroleague 2-mal knapp verloren. Und das ist auf jeden Fall kein unterschätzender Gegner. Aber ich denke, die Schweizer, wie sie jetzt auch heute sich präsentieren, und auch wie die Spielerinnen jetzt in ihren Clubs präsentiert haben, denken, können auf jeden Fall mit breiter Brust in die EM-Quali hineingehen. Und die Chancen stehen sicher sehr gut, aber es wird nicht einfach. Dann sind wir beim zweiten Satz am Spiel. Eben die Spiel gegen Estland und gegen Weißrussland ab nächste Woche. Jeweils 2 sind es. Man hat ein paar Einblenden gesehen. Schauen wir den Start im zweiten Satz. Bei den Schweizerinnen hat es keine Änderung gegeben, oder? In der genau, die Schweizerinnen habe ich noch nicht anschauen. Die Spanier haben fast wieder gewechselt. Also die Spanier haben eben jetzt die nominelle Nummer 1 in der Tor Nummer 2 getragen. Also die Marianne de Corral, die in Frankreich gespielt hat, bei Paris. Hey, du hast jetzt ein bisschen mehr Erfahrung drin. Der Rest ist grundsätzlich gleich geblieben. Und hier oben erst Blick schauen. Nummer 2 neu dabei auf Seite der Spanierinnen. Genau, sehr gute Erfahrung und man sieht auch, die kann wirklich sehr spät den Ball noch richtig geben. Und tendenziell spielt sie auch ein bisschen schneller. Aber wir haben hier wieder sehr schön, dass wir vorhin angesprochen haben, die versuchen mit Mitte jetzt auch einen Gegenangriff. Die zwei, die das so zusammen schon harmoniert haben, ins Messfertigen, bringen das hier aufs Parkett. Schön via Block geschlagen. Oder Lucia Prall. Gut gelöst, Tomi sieht. Annahme war sehr nahe am Netz. Nicht so einfach mit Annalea Mertens zu spielen. Und da macht natürlich die Nummer 4 ein. Alba Sanchez, ein grosser Fehler, weil die Passöse war jetzt noch im Rückraum und hat gar nicht angreifen. Und so ist Maya stark blockfrei gewesen. Und das sollte man jetzt gewiss Gott nicht riskieren, dass Maya blockfrei angreifen kann. Wenn ich gestern im Sportpanorama erfahren habe, dass Maya stark ist, eigentlich Linkshänderin, hat sie gesagt, obwohl sie mit dem rechten Arm blockt. Genau, ja, sie dürfen 3 Jahre ins Match-Fertigen trainieren. Ja.
ganz am Anfang ihrer Karriere eigentlich. Genau, und bei der Laura gehen sie auch. Ja. Die ersten drei Jahre in der Nazi A in der Mäsch gewesen. Die zwei zusammengespielt. Beste Kolleginnen. Und können den Drive natürlich auch den anderen mitgeben. Wir haben jetzt wieder gesehen, das Annahmeproblem bin nach wie vor noch da. Das war jetzt eher ein taktisches Problem. Der Ball ist relativ kurz gekommen, aber einer fast ein bisschen zu lang. Man einen Matter, der den Ball probiert zu retten. Und da hat natürlich Corinna Pöck was mit dem Ball machen. Darum aktuell Führung in diesem zweiten Satz für die Spanierinnen 5 zu 3. Ich muss nur dazu sagen, dass natürlich Laura Künzer zwar schon viel angenommen hat diese Saison, aber mit einem anderen Ball. Mit dem Moltenball in der französischen Liga und der flattert praktisch nicht. Okay. Das heisst, es ist eine ganz andere Art, den anzunehmen als den Mikasa-Ball. Das braucht meistens noch ein bisschen Anpassungszeit. Ist dann der Mikasa-Ball aber offiziell sagen wir, der internationale Ball? Genau. Oder? Ja. Und Italien, Frankreich spielt zum Beispiel mit der Molten. Und international wird nach wie vor Mikasa gespielt. Das ist ja nicht zu unterschätzen, der Unterschied. Das muss man immer wieder ein bisschen üben. Ja, ich sehe jetzt hier Diskussionen von beiden Trainern, in und out. Wir haben das Zeichen gesehen von der Saskia, das Challenge-Zeichen, international. Ja. Hat sich ja die Videoanalyse, beispielsweise der Videobeweis, hat sich eben eingebürgert und ist natürlich im internationalen Volleyball nicht mehr wegzudenken bei diesem Tempo. Und sie hat es hier darauf angespielt, dass wir jetzt hier den Videobeweis auch nehmen können, um zu schauen, ob der nur draußen war. Aber der Videobeweis der ist heute hier natürlich nicht verfügbar. Genau. Dann haben wir wieder einen langen Ballwechsel, fantastische beide Verteidiger. Und eines mehr, Big Point, wo Maja Stoch zu Ende bringt. Beide Teams hervorragend verteidigt. Okay. Das gibt natürlich auch viel Selbstvertrauen. Wenn eine lange Ballwechsel gewinnt, das kann alles Momentum in einem Spiel mal tippen. Da ist der Prati am lieber auch gut aufpasst. Die Passfinte schmeckt sozusagen. Punkt aber für die Spanierinnen. Jetzt sieht man einfach wieder Unterschied, oder? Jetzt am Passhösenwechsel. Hat es jetzt mit der jungen Diagonale, mit der Achille Montoro, eigentlich tiptop passt, hat genau gestimmt. Und schon kommt ein ganz anderer Druck von dieser Position. Ja, ist der Ball leider knapp im Auge gelandet. Das haben wieder die zwei Escherinnen sehr gerne gespielt, die sehr, sehr oft gespielt. Der Block war ganz knapp nicht dran. Probieren es gerade nochmal. Der Ball landet aber im Netz. Ja, oder am Block. Genau, also die flache Annahme. Man sieht es auch hier. Wenig Zeit für die Vorbereitung und der Block ist auch gut gestanden oder erfahren an die Figur. Darum nächsten weiteren Aufschlag für Lucia Prol. Weiter von den Spanierinnen. Und dann kommt der Ball auf Maja Stork, den man zweimal bei der Seite nicht erfolgreich ist. Und das ist bereits der 11. Angriffspunkt und das ist einfach schon Wahnsinn, muss man einfach sagen. Und man sieht es auch hier, jetzt eben, das ist jetzt nicht nur von der Schweiz die beste Angreiferin sozusagen, sondern man sieht einfach auch, dass auch die Spanier dann nicht stoppen können, auch die Bundesliga hat sie nicht stoppen können. Von dem her, das ist schon ein Pfund, wenn du die Mai angreift, muss man schon sagen. Wir haben wieder Blocklücke gehabt, wo von der Maria Segura ausgenutzt wurde. Man sieht es, vielleicht die Wiederholung noch einmal, wie der Ball hier zwischen den Block durchgegangen ist. Ja. Genau. Danila Sulzer einen Schritt Sport kommt. Und dann lässt es natürlich Maria Segura nicht zweimal wippen.
Maria Segura, die eben in Deutschland spielt, in Stuttgart. Die haben eben gegen Dresden gespielt im Finale, gegen die Mannschaft von Maja Stark. Und die Playoff-Serie schon 2-0 geführt und dann aber eben noch 2-3 die Serie verloren. Genau. Letzte Woche. Und sie beide mal MVPs geworden von ihrer Mannschaft während der Finalserie. Das war ja mehrfach. Und dann. So haben wir gesehen, dass eben der zweite wichtige Angreifer im Schweizer Team, Laura Künzer, auch einen schwierigen Ball perfekt in der kurzen Diagonale versenkt. Sehr hoch abgeschlagen, unerreichbar für die Verteidigung. Und so kommt auch sie bereits zum sechsten Angriffspunkt. Und die Schweizerinnen bleiben in dem zweiten Satz dran, 8-10. Überzogen. Der Ball ist ein bisschen schnell gekommen, oder? Da ist der Prati, lieber auf Pass. Und genau das geht es eben auch, die Geschwindigkeit wieder ein bisschen abzugleichen, was ist möglich. Und ein weiterer Punkt für Laura Künstler. Schön auf die Linie geschlagen. Jetzt sehen wir es wiederholen noch einmal. Das hat relativ knapp ausgesehen. Ja, das war eine Challenge, hat er einfach Linie noch gerade gefossen, aber es war noch eine Linie gewesen. Wenn wir hier den angesprochenen Videobeweis genommen hätten. Sehr schön verteidigt von der Annalena Mäder. Zweit, länger Ballwechsel. Länger Ballwechsel, genau. Da geht es wiederum an die Schweizerinnen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Moment, wo ich einfach zeigen kann, wo in schwierigen Situationen bestehen. Und genauso wie der Service von der Maria Segura gefürchtet. Sie sind natürlich auch die von der Laura Künzer. Gut und schnell, wenn wir so durch sind, noch taktisch angewendet sind. Und wieder langer Ballwechsel, gute Verteidigung von beiden Seiten. Und eines mehr, Maja Stock, der abschließt. Natürlich dankbar, oder? Wenn man gut verteidigt, wenn man einfach weiss, wenn es schwierig wird, spielt der Ball hoch der Maja und sie gilt nicht. Das ist natürlich schon Gold wert. Aber man muss auch die Verteidigungsleistung der Mannschaft hervorheben. Also es haben jetzt praktisch alle in der Verteidigung müssen den Ball retten in diesem Spiel zu gehen, yep. Und haben das alle gemacht. Und ohne das ging es natürlich gar nicht zum Angriff. Ohne das kommt man gar nicht zum Angriff natürlich. Genau, also wirklich sehr gute Defense-Leistung gewesen. Und jetzt schrillen wahrscheinlich wieder die Alarmglocken. In der Annahme von der Schweizer, wenn eben Maria Segura kommt. Mal schauen, ob sie diesem Ruf noch recht werden kann, vorher es nicht klappt. Schauen wir mal, was der Ausschlag bringt hier. Ja, die macht eine taktische Variante. Sehr schöne Block. Und diesmal sind wir beim Blockpunkt von der Schweizerinnen. Ja, wichtiger Punkt gewesen. In der Hand von Madeleine Marta war vor, darum ist der Ball noch via Hand im Block im Feld gelandet. Darum Führung wieder in den zweiten Satz für die Spanierinnen. Wo in dem zweiten Satz, wie zum ersten Satz, jetzt eigentlich immer dran sind oder zumindest oder sogar in Führung sind. Ja genau, so. Weil jetzt im ersten Moment kann man sagen, hat er den Passwechsel wahrscheinlich ein bisschen mehr Stabilität braucht. Die Abschreibung gefällt es mit der Mitte und der Diagonale. Auch sehr clever gelöst hier. Von der Sia Pro.
gut verteidigt wird. Es sind mit einem langen Ballwechsel. Ja, der Ball von dem Meier Stark wird gerettet. Ein weiterer sehr langer Ballwechsel jetzt. Immer noch gut verteidigt. Und es bleibt gleich dabei. 400 Spieler muss zu dem Meier Stark stemmen. Dann gibt es einen Punkt für die Schweizerinnen. Ja, aber auch wieder hier hervorragend verteidigt sind. Vorher zwei, drei Mal nicht, aber nicht durchkommen mit dem Angriff oder mit keinen Druck können aufbauen, aber am Schluss den Punkt trotzdem können machen. Genau, kommen wir zu ihrem 14. Angriffspunkt. Schön, der Block steht hier. Jetzt haben wir vielleicht gesehen, was eben der Unterschied am Pass ausmachen kann. Aus dieser Situation sieht man es hier sehr gut. Der Schweizer Block hat mit einem Ball aufs 2 gerechnet. Ja, und jetzt haben wir einen Block gegen die Lucia Prol, wo dann den Punkt noch machen kann zum 15-13. Und der Ball von der hinten raus, von der Madeleine Matter. Genau, führt jetzt auch zu einem Timeout von der Platz von Nintum. Ja, da hat jetzt ist eigentlich ein Paradeball von der Madeleine. Vor allem jetzt eben mit ihrer Freundspasser zusammen. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass er noch so klappt. Aber das Gute ist, wir wissen, dass der funktioniert. Und haben wir schon ein paar Mal gesehen, oder? Genau. Und wenn er auch noch geht, dann sieht das Resultatmäßig ein bisschen anders aus. Und dann gibt es eben nicht nur quasi die Optionen über Maja Stark und Laura Künz, sondern eben auch noch andere Optionen, die die Schweizerinnen auch ein bisschen weniger ausrechenbar machen, sagen wir mal, für die Gegnerinnen, die noch kommen. Also 16-13 stand in dem zweiten Satz, in dem Freundschaftsspiel zwischen der Schweiz und Spanien. Am ersten von zwei, das zweite ist dann morgen zu oben. Ebenfalls hier in Schönenwerk. So, hat Laura Künz auch noch retten. Und der Block, schöner Blockpunkt hier. Über das gesamte spanische Team über eigentlich. Oder Corina Perkovac. Ja, ganz ein wichtiger Punkt, jetzt natürlich nach dem Timeout. Da können wir umsetzen. Und gerade nochmal. Wir können zwar noch retten, aber... Nächste Chance. Und der zweite Punkt, gerade nach dem Timeout. Diesmal durch Laura Künstler. Ja, man sieht hier, dass die Mittelblockerin Sofia Varela noch zu lange bei der Mitte geblieben ist. Und sich so natürlich den Block nicht geöffnet hat. Man sieht nach wie vor, bringt die Spanier stabil an anführen und kann natürlich so schnell spielen. Aber auch dort, der Block war parat, nöch dran, wie man da sieht, hat nicht viel gefällt. Heisst denn das quasi, wenn man eine stabile Annahme hat auf der Seite von der Spanierinnen, dass einfach zu wenig Druck kommt im Service von der Schweizerinnen? Ja, es ist jetzt sicher so. Mir dunkel bei beiden Mannschaften ist jetzt für mich der Servicedruck noch nicht so überwiegend. Sie eher viel Takt im Service, hat noch einen Kurs, noch die entscheidende Spielerin. Und da haben sicher beide Teams auch noch Luft nach oben. Aber ich glaube auch nicht, dass es an einem Testspiel extrem viel Risiko eingehen wollen. Weil wir das verlassen wir beim Selbstvertrauen, wenn viele Bälle noch im Out landen. Viele Bälle irgendwie im Out oder im Netz landen oder irgendwelche Service, wo man dann irgendwie Risiko geht und zum eventuell dann ein bisschen mehr Druck aufsetzen. Ja. Genau, da wird das Service, die wo noch nie jetzt was ausgeschöpft. Das ist von beiden Teams, da ist noch relativ viel Zurückhaltung da. Aber man sieht auch, dass beide Teams eine Lösungen finden. Auch die Schweiz, die nach wie vor eine Mühe dran haben, bringen aber ihre Seite auch durch. Von dem her ist es noch nicht so viel entscheidend bis jetzt. Und die Schweizerin jetzt noch im
nach dem ersten Timeout in dem Satz eigentlich wieder dran. Und nicht nur eigentlich, sondern wieder dran. Und mit der Chance auf den Ausgleich hier. Nicht verständlich, die Verteidigung von Spanien. Das haben sie jetzt clever gemacht, kurz auf die Maya gespielt, dass sie nicht mehr in den Gegenangriff involviert werden. Und eines mehr schön hoch abgeschlagen, Niesegura. Da hat sie alle ihre Erfahrung ausgepackt, man sieht es hier sicher sehr schön noch eines. Gar nicht erst probiert ins Feld zu schlagen, sondern den Block. Den Block gesucht und gefunden. Ja. Damit unentschieden vorerst abgewendet aus Sicht von Spanien. Und jetzt auch wieder einmal, kann man sagen, ein Punkt von der Maya Stoss dort Mitte. Genau, sehr gute Waffe durch den Rückraum. Der Block muss vorne auf Laura Künzer aufpassen. Und so haben wir jetzt den 15. Angriffspunkt gesehen von der Maya. In einer Punktequote 54%, das ist Weltklasse. Was sagen, jeder zweite Angriff ist ein Punkt. Aber auch das ist Weltklasse. Wieder genau gleich. Niesegura hoch, der Block abgeladen. Man sieht vielleicht auch den Touch. Das waren nur noch die Fingerspitzen, aber Erfahrung pur. Ja, da hat der Block jetzt leider nicht zu Berührung gehabt. Darum hat Spanier den Punkt bekommen. Man sieht noch vielleicht auch in der Wiederholung. Da hat Segura wieder probiert, nur den Block zu spielen. Und Laura hat wirklich zu viel wollen, hat dann Netz berührt. Ja, aber und darum 3 Punkte Vorsprung jetzt für Spanien. Gut gesichert. Ein ballreicher Block. Und die Übersicht behalten da vorne und direkt abgeschlossen. Oder und zu, Carmen und zu. Und damit sind wir beim zweiten Timeout vom Schweizer Team von der Saskia von Hintum. Du bist ja genug lang Trainer gewesen, oder bist immer noch Trainer, aber genug lang Nazi-Coach. Was sagt man in so einem Timeout? Ja, das kommt immer auf die Situation drauf an. Meine, man hat einen Gameplan, den man sich vorgenommen hat. Einerseits hat er mit dem Gegner zu tun, andererseits mit sich selber. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt etwas arbeiten schaffen mit dem Team und das jetzt nicht gesehen, wo Resultat unabhängig ist. Und natürlich, auch wenn man ein Testspiel macht, trotzdem möglichst gewinnen. Und ich gehe davon aus, dass jetzt eben auch Blockkorrekturen gemacht werden oder eben jetzt auch der Pass wieder mal Hinweis geben wird, wie, welche Varianten wir als nächstes spielen. Manchmal braucht es echt Bestärkung, der Rhythmus brechen vom Gegner und so weiter. Wir haben ja jetzt immer noch Passlösung im Service. Also, das heisst, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welchem Schwerpunkt man gerade ist. Und hier ist jetzt in dieser Situation noch bereit. Das ist jetzt schon das ganze Spiel so. Wird natürlich Laura Künzer gesucht, dass er sich als Trainer rausnehmen muss. Sie hat auf dieser Position jetzt auch noch eine gute Annahme gebracht. Die füllen sie über oder nicht aufs Netz. Und das probiert natürlich den Gegner auszunutzen. Man sieht es auch hier wieder. Ja, wiederum. Und sie hat wieder Mühe. Und jetzt kommt der Ball aus 4. Und das ist das, was die Schweiz probiert. Eigentlich über das 2 mit der Laura zu spielen. Im zweiten Anlauf wird es halt klappen. Ganz ein wichtiger Punkt. Der Künstler, den du also noch abschließen kannst, um 18:22. Der wird auch hier als Konsequenz vom Ballwechsel. Oder wenn man es hier schaut, der Künstler macht in der Saison eigentlich einen Sprungservice wie Maya Stork auch. Das hat auch mit dem Ball zu tun. Der mit Mikasa flattert nicht. Der Sprungflatter, wo jetzt die Laura gemacht hat, ist mit dem Mikasa-Ball schwieriger abzunehmen als mit dem Molten. Das führt dazu, dass mit den Ligen, wo Molten gespielt wird, Sprungservice macht. Und Laura, die eine ausgezeichnete Servicespielerin ist, jetzt hier nicht ihren Service macht, den sie während der Saison gemacht hat. Von dem her ist das auch noch nicht ganz Potenzial ausgeschöpft, das sie hier noch bringen kann. Wegen den unterschiedlichen Bällen in der jetzt international und in der französischen Liga. Und hier haben wir einen Satzball jetzt für die Spanierinnen in dem zweiten Satz. Weil der Ball von der Corinna Bergovac ins Netz geht und damit die Chance zum Satzausgleich durch die Spanierinnen.
Ja, dort eben auch. Vielleicht von der Maria Segura noch ein bisschen abschauen, den Blockhöhe anschauen. Aber was gut ist, dass sie mutig angegriffen hat. Und der erste Satzball da ist schon mal gegeben, der geht nämlich auf die Seite raus hier. Aber natürlich noch weitere Chancen für die Spanierinnen, da erst den zweiten Satz zuzumachen und auszugleichen in diesem Freundschaftsspiel hier. Genau, clever den Block aussen anzuschlagen. Und hier ist der Satzausgleich. Spanien schafft den Satzausgleich in einem Freundschaftsspiel mit zum 1:1. 25:19 damit. Also quasi genau das umgekehrte Satzresultat im zweiten Satz wie das im ersten. Der erste Satz ja erfolgreich für die Schweizerinnen. Ja, ich denke, der Passwechsel hat den Spanierinnen eine gute Stabilität gegeben. Eben Maria Corral, die da neu reingekommen ist, die Spielerin, die bei Paris spielt. Genau. Eben jetzt auf den zweiten Satz noch reingekommen ist, genau, für den ersten Satz noch pausiert hat. Genau, das statistische Bild immer noch ziemlich gleich. Also die Punktedominanz ist klar bei einer Maja Stork und Lara Künz auf der Schweizer Seite. Aber wie wir vorher schon gesagt haben, sehr viel Bälle schön verteidigt, wirklich vom ganzen Team. Und auf der spanischen Seite sind Punkte ein bisschen mehr verteilt im Angriff. Hier haben wir drei Spielerinnen, die Punkte gleich verteilt haben, plus noch zweimal in die Mitte. Und nach wie vor ist die Annahme stabiler. Aber ich glaube, man kann sagen, ein erwartetes Ausgleichsspiel, wie wir am Anfang gesagt haben. Und schon wirklich ein viel spannendes Spiel, Ballwechsel gesehen. Genau, wir haben am Anfang, für die am Anfang noch nicht dabei waren, kurz so ein bisschen Teams verglichen und haben gesagt, es könnten ähnlich starke Teams sein. Das hat sich jetzt in den ersten beiden Sätzen durchaus gezeigt. Jetzt sind wir gespannt, ob es jetzt noch einen Wechsel gibt im Team bei den Schweizerinnen. Die haben ja den ersten und zweiten Satz jetzt gleich mit der gleichen Aufstellung gespielt. Genau. Was gibt es denn für Optionen? Also was könnte man wechseln? Also kann man alles wechseln im Prinzip, aber ja, genau, ist realistisch gesehen. Am realistischen Wechsel ist sicher mal auf der Aussagerisposition mal eine von den Optionen zu bringen, wo wir eben Sarina Wieland draussen haben oder eben auch Nicolai Hose, das ist neu, weil der Nazi ist jetzt und letztes Jahr 9 dabei war, hat vom Beachvolleyball das Indoorvolleyball zurückgewechselt wieder. Andererseits könnte eben auch Nelly Pierre am Pass gewechselt werden oder eben auch Schülerin auf Diagonal. Das würde im Spiel natürlich wieder eine andere Note geben. So wie ich es aber jetzt einschätzen, glaube ich, werden es noch nicht zu viel Wechsel gemacht. Wenn man doch ein bisschen schaut, wie die Mannschaften noch einspielen. Das Team quasi, das jetzt im Feld ist, noch ein bisschen weiter einspielen, dann fallen. Genau. Und nicht jetzt durch Wechsel noch mal weitere quasi Abstimmungsschwierigkeiten quasi reinbringen, dann fallen. Genau, man hat ja morgen auch noch Zeit. Ja. Aber wir gehen davon aus, es werden Spielverlauf, dann noch einmal wechseln kommen. Aber gut muss werden von aus, dass die Schweiz in der gleichen Aufstellung wird starten. Oder vielleicht ein Wechsel auf die Russen-Angriffsposition vornehmen. Oder eben auch vielleicht mal Laura den Maillot pausieren, ich glaube. Das könnte eine Möglichkeit sein. Sind wir gespannt also. Also die Spanier haben jetzt auch einen Wechsel gemacht auf der Mitte-Position. Die haben jetzt Castellano gebracht, der eben beim Mannschaft vom Trainer spielt. Haben den Rest aber gleich gelassen. Und die Schweizer haben jetzt eben die angesprochene Serena Wieland gebracht und dort Laura Künzel pausieren. Wie wir jetzt schon diskutiert haben als Variante. Ja, jetzt Serena Wieland mit der Nummer 9. Jetzt genau. Die Schweizerin hat ein Spiel und die Seite der Spanier mit der Nummer 6. Patricia Castellano. Laura Künstler hat jetzt mal das Trainerjacke angelegt für den Start vom
beim nächsten Satz. Genau. Wir gehen davon aus, dass auch Maja Stock noch ihre Pausen wird bekommen, respektive auch eben eine viel längere Einsätze. Ob das heute oder morgen ist, werden wir dann sehen. Also, ich sehe hier wieder eben vom Service her, es ist nicht der druckvolle Service, der von der Maria Segura gewöhnt ist. Darum vielleicht geht es eben eher darum, eine gewisse Taktik umzusetzen. Aber da haben wir schon noch deutliches Potenzial und somit führen die Schweizer bereits wieder. Der Ball von der Raquel Montoro fliegt ins der Seite aus. Genau. Mit weiteren Auflage für Karina Perkovac. Spielerin von Tanti Schaffhausen. Das ist natürlich jetzt ein ärgerlicher Ball. Wenn man hier sieht, so gut serviert. Dann kommt der Gratisball und der müsste natürlich einen für Libero können übernehmen oder allenfalls eben auch Kunja Perkovac. Aber eben das sind Missverständnisse, die man wird lösen wird über die Zeit. Und jetzt eben die Spielerin, die neu im Spiel ist, auf Seite der Guani beim Aufschlag. Das war der erste Punkt für die Sarina Wieland. Sarina Wieland, die bei Volley Düdingen gespielt hat letzte Saison. Oder in der vergangenen Saison. Ja, man sieht es doch ein bisschen, also wenn man die beiden Sätze vergleicht, die wir jetzt gesehen haben, ist im ersten Satz Zeitalt plus auf der Schweizer Seite gelegen. Er hat im Schnitt mehr Zeitalt gemacht als der Gegner und im zweiten genau unbedingt gewesen. So, sehr schön gespielt, frei gespielt hinten. Und auch der erste Punkt von der Maja Stork in dem dritten Satz. Wir haben schön gesehen, wie sich Darwin und Zuhet Nummer 7 von der Spanier hat überziehen. Und dort dann Alea Mäder den langen Weg gespielt hat. Wieder ein langer Ballwechsel jetzt. Der erste und am dritten Satz. Also extrem langer Ballwechsel, der an die Spanier reingeht. Raquel Montoro hier mit dem entscheidenden Punkt am Schluss. Ja, du hast bis jetzt eben die Laura Günther-Block fast Linie gestellt gegen sie. Das war so erfolgreich gewesen. Und jetzt hat sie natürlich kleinere Gegnerin gegen sich. Mit Rina Wieland, die natürlich hier am Block nicht die gleiche Höhe erreicht. Und jetzt hier aber auch sehr schön Linie geschlagen. Es wird noch nicht funktionieren zwischen der Annalena und der Madeleine. Das ist jetzt der vierte Versuch über Seid, wo der vierte Muss im Alt gelandet ist. Da werden sie sicher in den nächsten Tagen noch einüben. Aber da bin ich überzeugt, dass das wird klappen, weil das haben die ganze Zeit zusammen gut zerbrochen. Immer ein anderer Trikot, aber ja, genau. Eigentlich, genau. Da würde ich mir jetzt nicht allzu viel Sorgen machen. Da gibt es sicher Elemente, wo die Mannschaft das Ganze noch mehr Alkohol. Das ist auch, da muss ich die Analyse sagen, okay, das müssen wir noch besser lösen, zwei, drei Mal üben, um Selbstvertrauen zu bekommen. Und dann kann man auf den Fall sicher setzen. Da hat sie noch gut aufgepasst.
einen sehr langen Wahlwechsel, genau, da, wo aber jetzt aber abgepfiffen wird vom Schiedsrichter. Wird der Ballkontakt, weil beim Abkommen vom Block, da sieht man es gut, hat eben die Nummer 7 von der Spanier, Carmen hat den Ball noch berührt. Und dann hätte eben den Ball von der Maria Segura schon über den Wiesen. Und damit ausgleichen Start in den dritten Satz, 5-5. Und Zarina Wieland jetzt am Aufschlag. Ganz wichtig, auch wenn das Pärchen, das wir vorher angesprochen haben, passt um Mitte. Zwar ein anderer Ball, aber das hilft einfach. Sehr schön abgeschlossen. Von Madeleine Matter. Von der Madeleine Matter, die jetzt auch gerade im Service ist. Die Spielerin wird wie ein Smash-Puffy gespielt. Ja, und das Wahnsinns-Pensum abspulen. Sie hat, da man Zeit studiert, studiert noch Medizin, macht die Sachen quasi im doppelten Aufwand, wo andere mit dem Hauptstudium alleine arbeiten, macht sie noch Vollprofi-Volleyball nebenzu, sozusagen. Ich bin nebenzu ein falsches Wort ist mit dem Pensum, das die Spielerin abfuhr, mit zwei Trainingstagen. Also nirgends wert, wie das macht. Also quasi der Tag muss fast mehr als 24 Stunden haben bei ihr. Ja, ich kann mich erinnern, dass sie am Tennis der EM-Quali, den letzten vor zwei Jahren, am Flughafen die Prüfung musste schreiben. Okay. Wo wir vom einen Ort an den anderen gereist sind. Also eben eine Prüfung wohlverstanden. 60-70% durchgehen. Ja. Und sie hat das quasi am Flughafen. Zwischen vermutlich mit Testnoten. Das ist wirklich. Also. Der weitere Punkt von der Maya Stark zum 8-7. Da geht Alba Maria Sanchez, Libero, auf der Libero-Position nicht mehr an. Es ist jetzt ein offener Schlagabtausch geworden, kann man sagen. Und da muss man schon sagen, oder denn, das Vergleich. Vor 6 Jahren oder so, wenn die Schweizer Nationalmannschaft auf Spanien aufgestellt hat, wir hatten das gehabt, dann 2015, 2016, sind wir chancenlos gewesen. Oder? Und das ist schon erfreulich, die Entwicklung zu sehen, dass man kann mithalten kann. Nicht nur mithalten, sondern auch kann. Ja, kann mindestens dagegen halten. Kann dagegen halten und eben auch so ein Spiel gewinnen können. Ja. Und das ist schon eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir im Schweizer Volleyball haben, miterleben in den letzten Jahren. Und die hoffentlich in einer Woche mit einer weiteren EM-Qualifikation weitergeführt wird. Der Ball von der Castellano geht weiter hinten raus. Es ist jetzt Wechsel auf Seite der Spanierinnen. Carmen und Zue geht raus, Carlota Garcia kommt rein. Ja, sehr erfahrene Spielerin. Die neue im Spiel ist die Spielerin mit der Nummer 8, die vorne ganz am Netz steht. Mit dem da stimmt allerdings die Abstimmung noch nicht so ganz. Genau, wie der Ball durch den Intervall gespielt ist, also zwischen den beiden Blockspielerinnen durch. Nach wie vor ist es super, wie die Schweizer über die Mitte probieren zu spielen. Wenn es, wie wir vorher angesprochen haben, immer klappt. Aber das ist ganz wichtig, den Druck aufzubauen. Natürlich hat es ein bisschen Hektik drin gesehen. Wir haben noch ein Präzisionsproblem auf beiden Seiten gehabt. Aber nach wie vor ein Spiel.
Der Ball bleibt jetzt hinten raus. Bei der Spanierin übrigens jetzt, glaube ich, die andere Libero drinnen, oder? Genau. Patricia Liabres, wenn man es richtig ausspricht. Man sieht auch, dass im Abkommen die Spanierin, die Aussagreiferin, Lucia Prohl in 4 noch Netz gehabt. Darum hat trotzdem die Schweiz den Punkt bekommen. Nehmen wir dankend an. Machst du noch einen engen Ballwechsel? Du siehst man jetzt bei diesen Wellen gut, der Ball verschwindet sogar aus der Sichtfeld von der Fernsehübertragung. Warum das eben Hallen auch hoch muss sein, es ist inzwischen so viel Kraft auf diesem Ball. Da kann man eigentlich nicht nur auf 5 Meter verteidigen. Es ist jetzt ein bisschen hektisch, ein bisschen viel Präzisionsprobleme, vor allem auf der spanischen Seite. Führt jetzt dazu, dass der Trainer Marco Sorina als Timeout nimmt. Da wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Genau, der Ball vorhin, den wir angesprochen haben, ist eben nicht an die Decke gegangen. Die Decke geht er selten, wenn, dann geht er an die Lampe hier in der Betelgruppe Arena. Hier. Genau. Wenn dann, dann ist natürlich dann auch der Punkt, wird der Punkt abpfiffen. Wir sehen hier jetzt den Trainer relativ stark gestikulierend, der Pascual Saurin. Also er ist nicht so zufrieden mit dem, was jetzt gerade in den letzten paar Minuten passiert ist. Ja, ich habe das auch bei mir beobachtet, dass da ein bisschen viel Hektik drin ist, ein bisschen viel Präzisionssachen fehlen. Einfache Sachen gut machen, sagt man immer als Trainer. Und wenn der Ball gut steht, dann muss auch der Pass auch kommen. Oder entsprechend die Verteidigung, die einfach ist, die direkt übers Netz ist. Es sind viele Aktionen in der Summe, die ich glaube, dazu geleitet haben, jetzt hier zu reagieren. Also, die Schweiz in Führung, 13 zu 9 in dem dritten Satz. In dem Freundschaftsspiel gegen die Spanierinnen. Und Punkt auf die Spanierinnen, Ball kurz vom vom Block nachher eine Blockverirrung gehabt. Wir haben jetzt wieder den Passerwechsel, die Passerwechsel auf der Seite von der Spanier. Zurück kommt dann wieder die Junge, Diana Piriente. Die im ersten Satz gespielt hat. Genau. Da jetzt haben wir ein richtiges Abstimmungsproblem mit der Schweizerin zwischen der Bahn und am Netz. Damit der nächste Punkt für die Spanierinnen zu dem 11 zu 13 abkürzt. Blockpunkt. Ich sehe es so gut, der Ball ist ein bisschen höher gekommen, der Block ist aber jetzt hervorragend geschlossen. Ich sehe das, was wir angesprochen haben. Anfang zwischen dem ersten und zweiten Satz. Block von der Maya Thorpe und der Madeleine Matter ist glaube ich. Genau. Mit dem Ball landet im Aus. Im Moment ein bisschen mehr Fehler als in den ersten zwei Sätzen. Hat auch mit den Wächtern zu tun. Das ist ganz klar. Nicht viel gefällt. Praktisch genug Platz von der Maya Stork hier. Ja. Und der Ballbocken blockt ins Out hier. Ja, Kleber geschlagen hier über die Schulter. Von der Lucia Prohl. Das aber beide Aussagreiferinnen sehr gut von der Spanier. Man hat es auch schön gesehen hier. Probieren mit der Sarina Wieland ein bisschen Tempo aufzubauen über aussen. Sarina Wieland.
Und Punkt für Sarina Wieland hier. Und ich mit ihrer 78 Größe natürlich nicht so der grosse Volleyballspielerin international gesehen. Und muss natürlich auch mit ein bisschen mehr Tempo und Technik wettmachen, wenn sie punkten will. Hat das hier auch ganz clever gelöst. Gehen wir zum zweiten Mal. Wieder schön positioniert. Rodrina Perkovac. Nächster Blockpunkt gegen Carlotta Garcia. Wo der Punkter Raquel Mantoro. Eine schöne Variante, man sieht hier natürlich mit dem Einbeiner den Block frei gespielt. Die Schweizer Mitte geht nach rechts. Und dann ist der Rückraum quasi blockfrei. Sehr schöne Variante. Aber auch hier, Maja Stork. Da sehen wir die Variante, die wir schon kennen. Genau. Mit der Maja Stork durch die Mitte. Genau, die Lücke gefunden. Zu ihrem 17. Angriffspunkt. Mal ein Punkt für die Spanierinnen. Ja. Wird man auf Seite der Schweiz anders sehen, glaube ich. Sicher ein knapper Ball gesehen. Ja. Genau, der Linienrichter hat das anders gesehen als der Schiedsrichter, aber auf jeden Fall. Da hat es eben Video-Challenge wahrscheinlich zum Zug gekommen. Und der Stundenmenge ist, wo man sicher ist, ist er alt, ist er eben gleich hin oder umgekehrt. Das ist eine ganz gute Variante, nimmt sehr, sehr viel Emotionen raus, also negative Emotionen, die im Schiedsrichter zusammenhängen. Gibt es die Option denn bei der Ding, bei der Quali? Es ist meines Wissens bei der Quali keine Pflicht. Es gibt nachher noch der EM Gitzes. Ja. Es ist die Champions League beispielsweise, Standard Italien, es wird also in Deutschland ab Halbfinale. Das ist auch einer der Gründe, warum man jetzt eigentlich ohne Technical Timeout mehr spielt. Also die vielleicht Volleyball länger gefolgt haben oder die Nationalen, die wissen es bei 8 und bei 6, dass es Technical Timeout gibt. Das gibt es international nicht mehr, weil man eben auch die Unterbrechungen hat. Die Unterbrechungen durch den Video-Challenge, okay. Genau. Da hat man quasi sehr viele Unterbrechungen, oder eben sehr viele Unterbrechungen gehabt, dann von der Tour, okay. Genau. Ja, wir sehen jetzt doch inzwischen einen deutlichen Abstand, wo die Schweizer aufspielen können. Es ist ein kleines unruhiges Spiel geworden am Satz jetzt. Und wir sehen jetzt auch den Wechsel auf der Schweizer Seite. Es kommt nämlich Nicole Einholzer rein auf die Diagonale für die Maja Storch. Die in Düdingen gespielt hat, man eigentlich auf der Außenposition, aber alles diagonal eingesetzt worden ist. Und als ISO zum Einsatz. Die Spielerin mit der Nummer 3 auf der Schweizer Seite, also für den Schluss von dem dritten Satz. Und damit also die Schweizer Seite die beiden nominell besten Spielerinnen, Maja Stork und Laura Künstler, jetzt gerade nicht mehr dabei. Dann haben wir hier Pause. Ja, das ist ganz wichtig für alle vom Team, Verantwortung zu übernehmen. Wie gesagt, das ist eine Teamsportart. Natürlich sind die zwei am meisten Last zum Tragen und übernehmen das auch. Aber schlussendlich, wie wir vorher angesprochen haben, die Verteidiger müssen alle. Und das machen sie hervorragend. Und jetzt geht es halt auch darum, dass das Team auch mit Wechseloptionen kann reagieren kann. Und darum ist natürlich jede Ballberührung, jede Minute auf dem Feld Gold wert für jede Spielerin. Jetzt Nicole mit dem ersten Angriff, gestoppt worden vom Block, der zweite noch verteidigt. Ja, das ist Samira Sulzer. Ein cleverer Punkt von der Samira Sulzer.
Aber hier wieder ein bisschen, man sieht es doch gerade im Video, Passlöse und Segura zusammen. Ein kleines Missverständnis, da daraus resultiert ein schwieriger Pass. Also eben, ein bisschen viel Hektik im Spiel von der Spanier im Moment. Und die Schweizer nützen es eben auch konsequent aus im Moment. Und damit der 20. Punkt für die Schweizerinnen. Ja. Auch alles vom Bock noch berührt worden. Beto, der Ball ist nach Balllänge im Alt gelandet, aber der Block hat dann operiert. Wieder schön in die Mitte abgeschlossen vor dem Sonny das Ufer. Das ist natürlich jetzt umso wichtiger, dass man die Mitte erfolgreich am Anfang schon eingesetzt hat. Jetzt, wo die bei den Halbpunktlieferanten draußen sind, natürlich das enorm wichtig, dass alle können punkten. Und dass die Mitte natürlich auch schon eingespielt ist in diesem Sinn. Genau. Damit geht es in die Entscheidungsphase von diesem dritten Satz. Stand 1-1. In der Satz 21-18 für die Schweizerinnen. Und Punkt für Spanierinnen. Der technische Ball, der abgepfiffen worden ist, also ein unsauberer Kontakt jetzt hier von der Seite Prati. Man sieht hier, der Ball ist hier zwischen den Fingern durchgerutscht, ein Doppelkontakt. Und damit gibt es ein erstes Highlight von der Schweiz, von der Saskia van Hintum. Im Stand 22-19. Sehen wir jetzt auch gerade die Trainerin vom Schweizer Nazi-Team in der Mitte mit dem schwarzen Shirt. Ja, man sieht hier auch, wie eben auch Trainer unterschiedlich sind. Das ist auch schön am Sport, auch verschiedene Temperamente und verschiedene Herangehensweisen. Und dann verliert man auch viel Vertrauen aus. Eher ein bisschen ruhiger als der Kollege auf der spanischen Seite, aber das ist vielleicht ein kleines Klischee, aber liegt es vielleicht auch ein bisschen an der Nation. Genau, aber das ist ja auch gut so. An Temperament, oder? Genau. Nicht so wieder gut verteidigt war, von beiden Seiten. Der Ball ist immer noch am Spiel. Das Timing wieder nicht ganz passt, zwischen Pass und Diagonal, wo wir schon am ersten Satz angesprochen haben. Einfach ein bisschen ungenauer und dann längt es eben nicht mehr, dass man punkten kann. Aber einiges mehr, der Ball im Spiel behalten, die gute Verteidigungsaktionen ermöglicht dann die Chance für Punkte. Mit dem ersten Punkt nach dem Timeout von der Schweiz geht an die Schweiz. Und auch wieder sehr schön verteidigt war. Und clever abgelegt von der Corinna Wieland. Da sehen wir jetzt, da ist der Prati früh gesehen hat, dass der Ball kurz diagonal kommt. Und dann hat Lücke gefunden. Und damit das schon gleich auf Satzball für die Schweizerinnen. Der präzise Aufschlag hier. Der Ball bleibt noch am Spiel. Mit der Chance für die Spanierin auf einen Punkt. Wiederum immer über das Ducia Prol. Und der Ball geht ins Alt, also Punkt für die Spanierin. Nachdem man vorhin dreimal hintereinander gegen die Nummer 4 hat können verteidigen. Genau, also der Ball ein bisschen unterlaufen dort. Die Idee vom Winkel ist nicht schlecht gewesen. Und
Und damit haben wir einen Satzball für die Schweiz in dem dritten Satz. Der Ball von der Raquel Mondoro geht hinten raus. Damit Chance auf 2-2 Satzführung für das Schweizer Team. Ja, da hat sie alles richtig genommen und hat natürlich probiert, das hier Punkt zu gehen. Nehmen wir an, das ist auch die Anweisung vom Trainer. Und damit Chance auf 2-1 Satzführung. Sarina Wieland im Aufschlag. Schön Glück gefunden, die ganze Erfahrung ausgespielt. Vater Maria Segura. Wir haben gesehen, hier wird ganz knapp an der Blockhand vorbei. Schwierig zu verteidigen. Also erst den Satzball abgewehrt. Wir schauen, was im zweiten rauskommt. Punkt von der Maria Segura. Dürfte ich dann wahrscheinlich noch hinten noch mal zu einem Timeout gehen. Ja, genau. Also da hat sie natürlich die Maria Segura ihre Erfahrung aus und wird wahrscheinlich jetzt auch in entscheidenden Situationen gesucht, nehme ich an. Genau, also man sieht jetzt aber schon ein bisschen den Unterschied jetzt von der Passösen. Die Jüngere, die Ariane Piante, Nummer 1, die jetzt bei der Spanien spielt, ja, hat einfach ein bisschen weniger Präzision drin. Passt mit der Diagonale nicht so gut zusammen. Aber meine, es geht ja darum, dass man die Optionen auch verbessert. Und man muss natürlich die Abstimmung in den Scherben bringen, also muss man es aufs Feld stellen. Alle heiklen Situationen. Und ich denke jetzt, vor allem aus dem Gegenangriff raus, jetzt sind vermutlich schon jetzt mehr auf Segura gehen als auf Diagonale. Aber jetzt erst mal die Schweiz, zeigt auch die Chance. Nächster Satzball also. Nach dem Timeout durch die Schweiz. Und das ist der Satz, der dritte Satz geht an die Schweiz. Mit 25-22. Wir haben jetzt gesehen, wie wichtig die gute Annahme ist. Wenn man natürlich Maja Sturmklar nicht auf dem Feld hat, dann braucht sie mit, die man einsetzen kann, umso mehr. Und das hat es hier der letzte Ball perfekt gezeigt und auch hervorragend gelöst gesehen. Und man muss sagen, jetzt eben, die Maja Sturmklar könnte zum Schluss nicht mehr auf dem Feld. Und ich glaube, beim 19-15 oder irgendetwas ist der Wechsel dann gesehen, glaube ich. Also man kann sagen, dass auch das Team ohne die beiden Teamleaderinnen den Satz jetzt ins Trockene gebracht hat. Dadurch ist auch ein wichtiges Zeichen, was Selbstvertrauen angeht für die Spielerinnen, die vielleicht eben in der zweiten Reihe stehen, oder? Genau, das ist vor allem jetzt auch, da ist man als Trainer natürlich immer glücklich, wenn das gerade aufgeht. Also wenn man es früher wechselt, gewinnt der Gegner plötzlich den Satz und dann hat das Ganze vielleicht eine andere Wirkung. Und wenn man den Sport wechselt, genau. Eher eine schlechte Wirkung. Wenn man natürlich irgendwie 24-15 führt und dann wechselt, bringt es auch nichts. Also jetzt scheint man gerade den goaligen Moment gefunden zu haben. Es ist ja nach wie vor so, dass von insgesamt 42 Punkten am Anfang hier immer noch 30 über die beiden Hauptangriffe gegangen sind. Aber es ist jetzt schön zu sehen, dass das Team relativ schnell harmoniert hat und auch in der Schlussmitte gespielt hat. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Jetzt sieht man die Sachen, die man zusammen trainieren muss. Man hat in der Hinterhand zwei, die wichtige Punkte pillen können. Und jede, die natürlich jetzt hier funktioniert, hilft natürlich am ganzen Team extrem. Aber ich würde schon sagen, in diesem Satz hat Spanien sehr viel Unruhe drin gehabt. Ja. Vor allem mit dem Satz haben sie sehr viele Probleme mit der Präzision gehabt, am Pass, aber auch Abstimmung in der Verteidigung. Sehr hektisch gewesen. Und ich glaube, genau die Phase mit diesem Satz hat dazu geführt, dass die Schweiz dort vorziehen konnte und dann am Schluss dann souverän den Satz eindeuten. Und damit sind wir beim bei der Satzführung, also 2-1 im Testspiel. Und wir haben ich bin gespannt, wie es weitergeht in dem vierten Satz jetzt im Spiel, ob es nochmal wechseln wird geben bei den Schweizerinnen. Ob es Maja Stark zum Beispiel auch wieder zurückkommt, wie es im Moment hat sein Trainer ja klar, sieht nicht noch aus, als würde es da gleich wieder der schnelle Rückwechsel, sieht nicht so aus. Also ich glaube, jetzt, wenn man jetzt das gesehen hat, wie jetzt die erste Präsenz gelaufen ist, dann der letzte gibt es eigentlich auch keinen Grund. Man muss das Ganze aus zwei Seiten anschauen, das eine ist natürlich auch immer ein Risiko
Oder tue ich jetzt jemanden nicht belasten oder tue ich allenfalls eine Verletzung riskieren oder was? Wo man natürlich auch das denkt man vielleicht nicht zuerst, aber wenn man jetzt sieht, es funktioniert gut, wäre es anders, wenn man gesagt hätte, dass Spanien jetzt einen Satz zu 10 gewinnt, wenn einer von beiden auf dem Feld ist, dann wäre es vielleicht eine andere Wirkung gewesen. Aber insgesamt glaube ich, dass man jetzt schon sagen kann, dass das Schweizer Team jetzt stabil gespielt hat am Schluss vom Satz und da hat keinen Grund gibt, hier jetzt zu wechseln. Vor allem, weil morgen ja schon noch quasi das zweite Testspiel ist, wo man vielleicht auch wieder will mit dem Meier Stock spielen. Vielleicht und dann sagt man vielleicht lieber, dass man am Schluss eher ein bisschen noch schnell wartet. Genau. Mal schauen, wie die Mannschaften zurück ins Spielfeld kommen. Mit der Nummer 23 auf der Aussagerisposition. Mit 4 ersetzt. Also 23 sehen wir es hier rechts hinten. Und reden mit dem 8 mit der Garota Garcia. Auch eine junge Spielerin. Denia Bravo, genau. Genau. Ja, in der spanischen Liga spielt. Und bei der Schweiz sehen wir jetzt den Wechsel, wo jetzt Merin Pierre am Pass ist. Da haben wir angesprochen am Anfang und in der Mitte. Da haben wir die Goderich Schwarz, wo jetzt für die Madeleine Matte drinnen ist. Sie eben aus dem NNV Zürich, eine von diesen beiden NNVs. Und sehr junge Spielerin, oder? Genau. Genau. Ja, das heißt es gut. Die Jenny und wirklich ein grosses Talent. Klar, man muss immer das Talent immer zuerst bestätigen, aber man muss zuerst auch mal das haben. Ja. Und sie bringt einfach auch die Ardemaß körperlich mit, springt sehr gut. Also ist sicher auf dieser Position eine grosse Hoffnung. Und da haben wir das erste Mal in Aktion. Ein bisschen Sport gesehen am Block. Aber die Gold wert für ein Spiel in diesem Alter, in ihrem ersten Nationalmannschaftsjahr, schon eingesetzt haben. Ja, die Erfahrung sammeln, oder auch im Hinblick, wenn auf genau die weitere Zukunft von der Liv Schwarz, die Spielerin mit der Nummer 19. Wo hier gerade der erste Punkt macht. Und auch ja, von der Auswechselbank gebiert wird. Oder Bank, da die Spielerinnen, die hier draußen sind, von der Schweiz, muss sich hier mit der Godelin Schwarz freuen. Genau, man sieht jetzt auch ihre Höhe, die sie mitbringt. Abschlaghöhe. Ja, und wenn sie gesund bleibt und dran bleibt, wird das in jedem Fall eine ganz wichtige Spielerin für die Zukunft von der Nationalmannschaft. Bin ich sicher. Jetzt sehen wir die anderen Konstellationen, also eben Lenin Pierre hat ja mit Sena Wieland in Düdingen gespielt und mit Nikolai Holzer. Das gibt wieder eine andere Konstellation, ein anderes Zusammenspiel. Nun wir wieder langen Ballwechsel. Ja, zum Start in der vierten Satz und Punkt geht an die Schweiz. Dann ist Schwarz jetzt eben auch gerade am Aufschlag. Bin ich locker, aber auch gut gesichert. Thank you.
Wird auch hier Alt Melling probiert, viel Mitte zu spielen. Mal wieder im Spiel. Genau, wir sehen auch, Spanier haben die Libero-Position jetzt das 13 drinnen gelassen. Also Patricia Labres. Ist übrigens der zweitbeste Libero in der spanischen Liga. Über die Saison, also rein statistisch. Und Punkt durch die Schweiz, durch Corinna Perkovac. Also hier eine von den Spielerinnen ist, die bis jetzt von Anfang an spielt bei der Schweiz. Genau. Da muss man jetzt Nicolai Holzer. Eigentlich gut gespielt von den Spaniern, einen Block von der Melin, aber sie hat dort vermutlich unerwartet von den Spaniern zugegriffen. Schöner Punkt, schön Block abgelöst. Von der Sarina Wieland. Und am Aufschlag jetzt die neue Spielerin auf die Seite der Spanierinnen, Denia Bravo. Sie. Und der Punkt hat Maria Segura gemacht. Sie spielt seit dem Anfang. Genau, und wieder ihre klassische Blockout, Ballbruch. Also das ist effektiv kein Zufall, dass dieser Block immer trifft. Sehr schöner Punkt über Rückraum von Nicolai Holzer. Schön die Lücken am Block getroffen. Der Ball das eigentlich in den Salz. Das ist natürlich das Spiel jetzt durch den Wechsel auf beiden Seiten. Hat ein bisschen an Tempo verloren, das ist aber auch normal. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eben gerade vor allem am Anfang gesehen, wie die Spieler von der Bank auch viel Verantwortung genommen haben. Wir haben jetzt gesehen, wie Wieland schön mit dem Block gespielt hat, viel Power, Nicolai Holzer ihre Punkte auch gemacht hat. Dass die Abstimmung hier noch ein bisschen Zeit braucht, ist klar. Weil wir jetzt Samira Sulzer, die den Block noch nicht gehabt. Das sind letztendlich eben die Testspiele auch hier, dass man eben auch sich noch ein bisschen finden auf dem Feld, auch bei Wettkampfbedingungen. Genau. Vor allem eben auch mit anderen Spielern, oder? Man kann schon im eigenen Training natürlich 6 gegen 6 spielen, aber dann haben wir immer die gleiche Nase auf dem Feld. Und der Gegner spielt auch anders Volleyball. Die Spanier spielen anders als die Schweizer. Und das ist enorm wichtig auf der anderen Seite, eben nicht nur bekannte Gesichter haben, sondern eben auch Spieler, die anders spielen, die andere Sachen gut können. Und nicht innen auswendig auch weiss, was die können. Genau. Und es ist dann vierter Satz nach wie vor eng. Wieder ein schöner Blockpunkt. 7-7. Ja, knapp an der Netzkante oder Hand, genau zwischen ihnen. Nicolai Holzer kommt da zu einem weiteren Punkt. Auch wieder genau Block wird getroffen. Dort hast du genau zwischen den Blockspielerinnen durch. Mit Führung für die Schweizerinnen. Noch hier wieder gut verteidigt.
Das ist das, was Melipierre gut macht. Ein gutes Spiel auf. Also alles schwierige Situationen. Jetzt sieht man da gut das Vorwärtslaufen der Pipe. Also jeder Ball, den der Gegner vielleicht nicht so erwartet. In dieser Situation, das macht sie ganz gut. Und somit haben wir 1-2 Punkte Führung. Auch der Ball bleibt noch im Spiel. Ja, jetzt ist der Punkt allerdings bei den Spanierinnen gelandet. Ja, man sieht so ein bisschen, Corina Pegovac bleibt relativ viel am Block hängen, weil sie ein bisschen tiefer abschlägt. Läuft sie vom Winkel her, sie wird, das Timing wird gut passen mit der Passlösung zusammen. Und der Block auf diesem Niveau ist natürlich, je länger, je mehr da. Je nicht geschlossen, da kann jemand mit rechts nur einen Block hat. Und für das schlägt sie noch ein bisschen stark runter. Ich glaube, ein bisschen höher schlägt und dann können sie den Block halt analysieren. Schön weggeschlagen. Punkt von der Raquel Montoro, ja, wo da aus dem Anfang auf dem Feld steht und das Feld schön ausmisst. Und damit der Anschlusspunkt macht zum 9 zu 10 für die Spanierinnen. Ball nicht ganz getroffen, aber trotzdem zum Punkt geführt. Auf Pass von der Merlin Pierre, die wir eben vorhin kurz angesprochen haben. Die Spielerin, die bei Düdingen spielt. Hat sie den Pass noch gehabt, Merlin? Und man sieht es hier natürlich. Die jetzt eben Todi Schwarz zwar am richtigen Ort ist, aber noch nicht nur schnell, das ist ganz klar. Für eine junge Spielerin hier im Tempo noch nicht mehr mithalten kann. Und da hat vielleicht noch eine Viertelsekunde gefehlt, sonst wäre das ein erfolgreicher Einerblock gewesen. Und da haben, ja, da haben wir einen schönen Blockpunkt von der Todi Schwarz. Es ist spannend zu sehen, wie das, das Team sich auch viert. Also da die Ausspielerinnen, die gerade neben uns stehen, und die Auswechselspielerinnen, die sich wirklich mitfreuen mit der Godelit Schwarz für die Punkte, die sie kann machen kann. Genau, das allgemein. Bricht für den Teamspirit. Ja. Genau, und das ist auch etwas, was natürlich einmal bestärkt. Jede Spielerin, jede von den Schweizer Spielerinnen weiss, es ist, als junge Spielerin im Team zu sein. Und das ist jetzt allgemein ein bisschen das Auffallt, so seit dem zweiten, dritten Satz. Ist allgemein so die Stimmung an Anfeld bei beiden Teams deutlich angestiegen. Natürlich ohne Zuschauer immer etwas Spezielles für beide Seiten. Die Lautstärke und die Unterstützung von außen ist, ist deutlich lauter geworden, das stimmt. Also auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, die Frauen sind mit viel Engagement dabei. Man hat so ein bisschen mehr Stabilität in der Schweizer Annahme. Langer Ballwechsel jetzt wieder einmal. Ich bin ganz fast leider. Dann ist geworden nicht wegen. Und damit bleibt es eng. Enge Geschichte in den vierten Satz, 12 zu 12. Thank you.
Spanierinnen haben einen zweiten Punkt in Folge und darum nimmt das Kapanentum gerade das Timeout zum Stand von 14 zu 12. Ich glaube, so ein bisschen, wenn sie gemerkt, dass der Faden ein bisschen verloren geht oder wenn ein paar Aktionen vielleicht ganz in die falsche Richtung gehen, lohnt es eben auch relativ früh mal das Timeout zu nehmen. Man sieht es auch hier, wie sie jetzt mit dem René Piecher hat. Sie als ehemalige Passeuse ist natürlich prädestiniert dazu, auch Passeuse zu führen. Das sieht man sehr gut. Also wird hier sicher von ihr etwas anderes gesehen auf dem Feld. Das ist wichtig, oder? Also man probiert ja als Trainer auch eine Handschrift im Team zu geben, so taktisch oder eben auch spielerisch. Und das ist vor allem jetzt wichtig, wo man, sag jetzt mal, nicht den Not-Go-To-Ball hat, oder? Man am langen Ballwechsel eben nicht höchst im Einjahr geben, sondern halt vielleicht ein bisschen bewusster muss. Muss verteilen. Genau, wählen, wer den Ball bekommt oder welchen Ball. Und sie spielt jetzt ein bisschen länger Distanz. Punkt für die Schweiz hier. Also der erste Punkt nach dem Timeout geht an die Schweizerinnen. Der Ball springt hier vom Block ins Out und mit Anschlusspunkt geschafft, 13 zu 14. Weiterhin ein langer Ballwechsel hier, ein weiterer langer Ballwechsel. Mit einem besseren Ende für die Schweizerinnen. Von 14-14 ins Gleich, Sarina Wieland schließt den Punkt ab hier. Und damit also das Timeout wirkt. Vor der Saskia von Hintum. In den dritten Moment zerrutscht haben. Sehr schöner Punkt. Melin Pierre findet so wiederum Sarina Wieland. Ja, und Sarina Wieland ist jetzt, wo sie erst gewöhnt ins Spiel kam, hat jetzt Corinna Perkovac schon überholt in den Punkten. Jetzt also hinter der Maya, die mit 22 Punkten nach wie vor die beste Scorerin ist. Mit 8 Punkten gleich hinten dran. Man nimmt doch viel Verantwortung. Und ich glaube, was man auch nicht davon unterschätzen ist, dass natürlich die Spielerinnen sich natürlich auch zeigen für den Platz. Oder? Dann ist natürlich klar, dass die zwei, wenn sie auf Achtung gesetzt sind, Passöse haben trotz aller Freundschaft im Team und so weiter natürlich trotzdem eine Konkurrenzsituation in der Mitte dann auch gleich und auf außen natürlich auch. Also es ist klar, jede will spielen, ich meine, das ist die Chance und dann geht es natürlich schon darum, da einen guten Eindruck zu hinterlassen und sich vielleicht eben auch in die Stammsechs von nächster Woche zu spielen. Und da hat jetzt doch Sarina Wieland einen guten Schritt gemacht jetzt in diesen Sätzen, die sie spielt. Und wir sehen jetzt einen Doppelwechsel, wo vorbereitet wird. Man sieht, dass hier der Kammernickel jetzt unten noch ein Doppelwechsel bedeutet. Schiller kommt und dann Alia Mader. Genau, dass er eigentlich noch den Angreifer mehr am Netz hat. Das heisst, man nimmt Passöse, die vor am Netz ist, raus, tut diagonal rein. In diesem Fall ist es das Julie Schengel-Lengweiler für Merin Pieche. Und hat dafür am Pass nachher über diagonal setzen. Also jetzt ist dann Alia Mader für Nikolai Olzer gekommen. Somit haben wir drei Angreifer am Netz.
Das ist als Reaktion darauf, dass die Spanierinnen jetzt doch mit 3 Punkten Vorsprung sind. Jetzt auch mit dem 4 Punkten Vorsprung gehen. Da einen kleinen Zwischenspurt angelegt haben. Und darum jetzt auch gerade nochmal das Timeout von der Schweiz. Jetzt stand 15:19 aus Schweizer Sicht in diesem vierten Satz. Ja, das ist jetzt interessant auch zu sehen, wer was probiert, also wer es Verantwortung übernimmt. Wir haben jetzt 2-3 wichtige Bälle gesehen von der Serena Wieland. Sie ist jetzt aber gerade nicht am Netz vorne. Und Rückraum kann sie dann nur schwierig Verantwortung übernehmen. Und jetzt haben wir wieder 3 Angriffe vor am Netz, um vielleicht den Spanier am Block ein bisschen schwieriger zu machen. Zumal jetzt eben beispielsweise jetzt Samira Sultu, die am Netz vorne ist, eben nicht so stark ist auf der einbeinigen Angriffe. Das heisst, sie ist vor der Passlöse sehr gut. Und hinter der Passlöse, das Madeleine vorher probiert hat, eben nicht so stark. Und darum ist es natürlich wichtig, dass man die Netzbreite komplett ausnutzen kann. Also 15:19 und Ball wieder im Spiel. Da hat sich Marina Petrovac gefreut. Ja, da hat sie schon abgedreht und genau. Nachher im zweiten Versuch bleibt sie nachher am Block hängen von der Spanierinnen. Das war allerdings auch eine starke Rettung auf der anderen Seite, muss man sagen. Erster Punkt für Chili Langweiler. Zum 16:20. Erster Punkt ist also für Spielerin auf Fischine kommst, mit dem Spieler der Nummer 1 vom Schweizer Meister von Neuenburg. Genau, sie wird jetzt die dritte Ausland-Profi-Spielerin neben der Laura und der Maya. Sie wechselt jetzt in die finnische Liga. Sie übernimmt den echten Platz, wo die Jelsrup, die in Düdingen gespielt hat, vorher übernommen hat. Das ist ganz ein guter Schritt. Das ist für uns im Schweizer Volleyball extrem wichtig, dass Spielerinnen Profi werden, dass sie ins Ausland gehen. Und vor allem dort ist noch eine ganz andere Rolle. Aber sie hat natürlich dominiert von den beiden Außenangreifern. Und sie hat zwar immer Stammspielerin gemacht, aber hat nicht so viel können Verantwortung übernehmen wie zum Beispiel Riese Maya in Dresden nicht können. Und wenn man als Ausländerin in die Liga geht und haben natürlich ganz andere Voraussetzungen. Man ist dort die Ausländerin, die alle erwarten, zum 5 macht. Und darum ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wird bloß sicher mittelfristig alle Schweizer Nationalmannschaft weiterbringen, wenn wir mehr Spieler im Ausland haben. Eben Chili Langweiler, also die, die in nach Finnland wechselt, die anderen beiden Ausland, Schweizerinnen, die im Ausland spielen, eben Laura Künstler und Maya Stoff, beide jetzt aktuell nicht im Platz. Und, man sieht es jetzt auch so aus, es wird der vierte Satz an die Spanierinnen gehen. Die letzten paar Punkte alle an die Spanierinnen gegangen, auch der Blockpunkt von der Maria Segura. Und damit ein relativ deutliches Ergebnis jetzt in diesem vierten Satz mittlerweile. Also es sieht nach einem fünften Satz aus in diesem Punktenspiel. Und damit haben wir hier auch einen Satzball jetzt für Spanien. Genau, der Rating nicht. So, die zwei Three Points, die wir als Timeout erlebt haben. Im ersten konnte man auffangen und jetzt im zweiten. Hat aber Spanien können vorziehen. Und das ist jetzt auch der Satzausgleich zum 2:2 in den Satz. Nach der nicht optimalen Annahme von der Thais de Brati. Nicht mehr dafür jetzt den Genuss von einem weiteren Satz. Würde ich sagen. Und man sieht schon jetzt, wenn man die Statistik anschaut, in diesem Satz haben die Punkte vor allem Sarina Wieland geliefert und Nikolai Holzer mit 5 respektive 4 Punkten. Und insgesamt eine etwas stabilere Annahme als vorher haben wir gehabt. Das ist der erste Satz, den die Schweizer besser abgenommen haben als die Spanier. Aber insgesamt hat es dafür am Sidehalter recht deutlich gekappert. Also ein kleines Beispiel. Die Spanier haben jetzt quasi 1,5 Anläufe gebraucht für einen Punkt und die Schweiz 2,5. Das heisst, einfach im Schnitt hat man natürlich dann die Nase bohren, wenn man weniger Anläufe braucht für einen Punkt. Und das hat in diesem Satz doch Spanier relativ deutlich gehabt.
Punktequote war bei der Spanier auch viel höher. Also man hatte bei der Spanier fast 40% gehabt. Also nahe dran, dass fast jeder zweite Punkt ist. Und bei den Schweizerinnen sind wir bei einem Viertel jetzt. Ja. Da merkt man natürlich, dass die Power von diesen zwei fehlt. Nichtsdestotrotz finde ich... Ich muss auch sagen, dass es natürlich der Satz, es ist vor allem der zweite Herbst im Satz, also bis quasi ist entscheidend, das ist schon klar. Aber die, grundsätzlich bis irgendwie so 14 irgendetwas ist eigentlich relativ ausgeglichen gewesen. Also genau. Und ich finde es trotzdem, was bemerkenswert ist, eben wie jetzt Serena Wieland in die Presse gesprungen ist, auch Nico Neiholzer, wo beide in einem Satz jetzt eigentlich ihre 5 Punkte gemacht haben, was ein sehr guter Wert ist. Und das lässt doch auf eine gute Mannschaftsleistung hoffen. Also das kann man sicher hervorheben. Es ist auch nicht einfach, immer die Fußstapfen zu treten, oder? Ja, wenn man die weiss. Und das haben die zwei jetzt sehr gut gemacht. Das ist jetzt der Corina Perkovac nicht so gut gelungen. Aber dafür hat sie der Annahme jetzt eigentlich einen guten Satz gehabt. Damit schauen wir doch, was der fünfte Satz bringt. Ja, sind wir gespannt. Also, man sieht jetzt hier, das Schweizer Team startet wieder in der gleichen Aufstellung im vierten Satz. Das heisst, wir haben den Rückwechsel wieder vom Doppelwechsel, also die Merin Pierre passt wieder. Auch schön ist, dass Godeli Schwarz drinnen bleibt. Merin Pierre bekommt auch noch Anweisungen jetzt gerade von der Nationaltrainerin, von der Saskia Van Hentum. Genau. Es ist auch so, dass Merin Pierre eigentlich auch eine Spielerin ist, wo man eigentlich auch ein bisschen Führung muss geben muss. Das heisst, sie ist eine, die sehr, sehr viel Spielwitz hat. Sehr auch frech kann spielen, was das Spiel sehr undurchsichtig macht. Handkrumm ist sie manchmal noch etwas ungeduldig. Und da hilft natürlich eine erfahrene Trainerin, die selber passend ist, die noch Tipps geben, wo sie vielleicht noch etwas mehr kann. Sicherheit reingeben kann, Angreiferinnen. Und da profitiert sie natürlich viel. Und wir sehen auf der Seite der Spanierinnen, haben wir jetzt auch die Aufstellung wie am Ende als vorher. Merin Pierre, wenn wir bei ihr sind, ist die einzige Welsche, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Aktuellem Team. Ist das Zufall oder ist es so, dass die Schweizerinnen mehr Nachwuchs haben? Oder wie? Nein, es ist eigentlich keine Frage vom Nachwuchs, sondern eher eine Frage vom auf Volleyball setzen. Also es ist natürlich so, dass jetzt in der Westschweiz haben wir jetzt auch wieder Genf, Donner, Schüssel und Neuchâtel, die an der Grenze liegt. Ja. Von Neuchâtel ist jetzt das Jahr leider nicht viele Spielerinnen dabei. Die Schweizerinnen, die dort dabei waren, haben das Jahr den nationalen Aktivitäten nicht teilnehmen. Das ist natürlich schade, aber das ist ein Punkt, den man in den letzten Jahren immer wieder hatte. Und da werden wir auch nach wie vor noch müssen daran arbeiten müssen. Und das ist auch das Ziel von diesen beiden NNVs, dass natürlich Spielerinnen, die diesen Schritt machen, dass die eigentlich auch mit dem Ziel kommen, über die Nationalmannschaft sich zu präsentieren. Und so weit sind wir aber noch nicht. Und darum hat man natürlich immer noch ein paar Wechsel. Aber es gäbe natürlich noch die einen oder anderen. Wobei ich muss sagen, auch bei denen, die in Neuchâtel waren, sind eigentlich keine Weltschweizerinnen, sondern Deutschschweizerinnen, die dort gespielt haben. Ja. Und dann gibt es noch Schöso und Genf. Also, es hat mir letztes Jahr auch 3 oder 4 gehabt. Vor 2 Jahren aus, geht immer ein bisschen, aber die Mehrheit sind schon Deutschschweizer, sind aber auch mehr Clubs im Deutschschweizer Bereich tätig. Also schauen wir auf das Spiel in dem fünften Satz von diesem Freundschaftsspiel hier. Die Schweizerin gut gestartet, 2-1, jetzt Ball von der Nikolai Holzer hier in Salz. Also mal schauen, wer da das erste Freundschaftsspiel kann für sich entscheiden. Ja, das ist doch wieder von der Intensität. Jetzt gerade gut gestartet, beide Mannschaften sehr kampfstark, jetzt viel verteidigt. Jetzt wieder Blocklücken aufgetan, wieder können ausgenutzt werden. Der Punkt für Dania Bravo. Der landet noch drin, obwohl es Lutz out. Er ist reingezogen. Man sieht auch hier, dass Corina Perkovac sich nach innen bewegt hat. Das macht die Einschätzung natürlich nachher noch schwieriger. Das ist eben das, was wir vorhin angesprochen haben, oder? Der Mikrasenball, der flattert bis zu einem Meter auf die Distanz. Und der Moltenball hat das nicht. Das macht einen Ball, der einfach aussieht, schwierig. Jetzt haben wir hier noch einen Godeli Schwarz gesehen, der den Block noch nachgelenkt hat.
Und sehr schön, dass Mainz bekommt, aber... Aber noch am, am Block hängt am Lift, auf der anderen Seite. Genau. Von der Carlota Garcia. Genau, wo natürlich doch ein bisschen mehr Erfahrung auf dieser Position ins Feld bringt. Also mit 2 zu 5 Rückstand in diesem fünften Satz und das Timeout als erste vor der Schweiz. Genau, wir sehen hier wieder immer noch sehr viel Kommunikation mit der Passöse. Da haben wir jetzt auch letzte als Beispiel gesehen. Einerseits ist es gut, dass sie natürlich mit den einen probiert. Andererseits hat die andere das quasi am Mittelblock so früh schon geschnallt, dass sie den Block hätte stellen, ja. Dass hier eine Kombination ist mit aussen wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen wäre. Jetzt der nächste Aufschlag für Lucrezia Castellano. Der wichtige Punkt. So hinter der Führung von der Corina Berkowitz. Es geht jetzt auch eine weitere Wechsel auf die Schweizer Seite. Samira Sulzer kommt rein und Xenia Staffelbach. Genau, also Samira ist vor der Libero-Wechsel natürlich jetzt im Vorraum nicht. Stimmt. Aber Xenia hat ja dann in dieser Halle hier mit einem Service als DM-Quali besiegelt. Also sie ist eine sehr, sehr gute Servicespielerin und übernimmt natürlich auch ein bisschen mehr Verantwortung für Godely Schwarz, die als junge Spieler natürlich hier noch nicht so viel Erfahrung hat. Und jetzt hat sie nicht nur einen guten Service gemacht, sondern eine wichtige Verteidigung. Aber hier scheitert dann Corina Berkowitz am gut gestellten 3-Block. Man sieht hier, dass sie noch etwas zweifelt hat, ob sie jetzt voll anlaufen kann oder nicht, weil die Verteidigung am Boden ist oder eben nicht. Und damit 6-3-4 für Spanierinnen in diesem entscheidenden Satz. Aber Sarina Wieland und es gibt weitere Wechsel. Dann wird es ein Doppelwechsel und wir sehen auch hier wieder Pass und Pass kommt für Diagonal und Diagonal kommt für Pass. Jetzt haben wir eben viele Längweide am Netz vorne mit der Nummer 1 und hinten mit der Nummer 15 Daniela Meder. Weil es dann ein Aufschlag ist. Genau, so haben wir 3 Angreifer. Der Wahl von der Corina Berkowitz geht allerdings hinten raus. Mit weiterhin 3 Punkten Vorsprung für die Spanierinnen. Ja, der 5. Satz kann damit sehr schnell gehen. Aber sehr gute Wahl und sehr wichtige Wahl, vor allem mit Mitte. Samira Sulzer hier mit dem Punkt zum 5 zu 7. Mit bleiben die Schweizerinnen dran in diesem 5. Satz. Aber Raquel Montoro kann hier den 3 Punkte Vorsprung wieder herstellen. Ja, man hat es schon gesehen über den Match. Wenn wir am Anfang denken, wie die Abstimmung zwischen ihr und der Passeuse Nummer 1 wie die nicht geklappt hat. Und es wird immer besser, beide 18. Man muss schon sagen, dass hier sich etwas anbahnt. Also inzwischen sind wir auch in der Punktenquote die sehr nah beieinander. Also der Diagonalspielerin mit dem 20 über Raquel Montoro hat inzwischen Maria Segura eingeholt mit den Punkten. Raquel Montoro, die auch jetzt das ganze Spiel spielt. Spielt mit der Nummer 20 auf der Seite der Spanierinnen von Las Palmas. Wo da auch den Kommentatoren, die hier den Livestream kommentieren, bei YouTube aufgefallen ist. Ich verstand es leider nicht alles, es ist Spanisch. Aber ich habe ein paar Mal den Namen Montoro und Nummer 20 gelesen. Also die Spielerin macht heute auf sich aufmerksam. Vermutlich verstehen sie uns genauso, wenn sie das wissen.
Zwei wichtige Punkte. Also, Schweizerin geben sich nicht geschlagen hier. Ein weiterer Punkt von der Samira Sulzer zum 6:8. Wir haben so den Rückwechsel schnell und ganz kurz noch gesehen. Also eben Goderich Schwarz am Netz wieder. Ihre Stärke ganz klar am Netz vorne. Sinja Stachelbach wieder rausgegangen. Auch der sehr gut gespielt gewesen. Aber der Block war leider nicht ganz erfolgreich. Und die 3-Punkte-Führung der Spanierin, die bleibt aktuell recht konstant. Ja, es ist ganz wichtig, Seidl auch durchzubringen. Was? Ja, ein bisschen Spotenblock durch, einhändig, aber nicht gut können retten. Julien hat hier gerade ausgeschlagen, das ist für den Block natürlich, die Lücke war noch offen. Aber in dem Moment, der Ball über das Netz ist, ist die Lücke eben wieder geschlossen. Von dem her, letzte Chance noch einmal im Timeout. Noch ein Timeout in der Schweiz in diesem Satz. Stand von 6:10. Also jetzt muss... Jetzt muss also die Reaktion noch kommen, wenn man das Spiel noch will abwiesen können als erstes Testspiel. Eigentlich gut gespielt, frei gespielt, aber qualitativ ist es ein bisschen weit draussen und nicht am Netz gewesen. Das war jetzt sehr schwierig hier ja, für Gunja Perkovac. Ja. Noch irgendwie können ins Feld zu tun. Sie hat es zwar probiert, aber kann man hier nicht grossen Vorwurf machen. Wir haben jetzt einen Doppelwechsel. Wieder passend diagonal. Eine Position früher als gewohnt. Wir haben jetzt immer noch nur zwei Angreifer am Netz. Aber es ist klar, dass von hinten dort reagieren muss. Ja, und auch etwas will machen, einfach auch nicht, ja. Genau, und es hat jetzt auch indirekt immer einen Rhythmusunterbruch gegeben. Und im Bus ist es aufgegangen. Die Schweiz hat Sideout gehabt, dann kam Fahle von Fani und jetzt ist die Chance noch da. Melin Pierre am Rückschlag. Aber der Ball von der Spanierin wiederum. Die Spanierin abgeschlossen von der Raquel Montoro. Ja, es ist jetzt doch, je länger das Spiel gegangen ist, umso auffälliger geworden. Hat am Anfang noch ein bisschen viel mehr Fehler gehabt, aber inzwischen ist sie effektiv. Und jetzt hat Maria Segura noch einen Aufschlag-Winner können produzieren. Damit sieht es jetzt gut aus für die Spanierinnen. Und damit kann die erfahrene Spielerin mit Nummer 16 Maria Segura gerade nochmal aufschlagen. Und leider kann ich nicht was hier die blockfreie Spiel von der Menibier nicht ausnutzen. Sie haben gute Annahme, auch gut gespielt. Man sieht auch hinten einen Block. Aber hat man etwas verzogen, das ist schade. Und damit haben wir einen Matchball für die Spanierinnen in diesem Freundschaftsspiel gegen die Schweiz. Im Stand von 14:7. Noch gut gerettet. Aber dann bleibt Nikolai Holzer am Netz, nicht am Netz, aber am Block hängen, wenn ich so sagen. Und damit geht das erste Testspiel also nach 5 Sätzen mit 13:2 an Spanierinnen. Also nachdem die Schweiz zweimal geführt hat, mit 1:0 und 2:1 Satz am Schluss, dann die Spanierinnen doch mit zwei deutlichen Satzerfolg, mit dem 25:16, vierten Satz und 15:7 im entscheidenden Satz. Das war das erste Freundschaftsspiel, das zweite kommt dann schon morgen. Und wir kommen jetzt zuerst aber zu den wertvollsten Spielern von den beiden Mannschaften. Now,
Also die besten SpielerInnen werden jetzt hier noch gehört bei den Mannschaften zum Abschluss von dem ersten Testspiel. Genau, also wir haben natürlich hier Statistiken noch zur Hand. Häufig ist natürlich das direkt da die beste Scorerin bei der Schweiz hat natürlich Meierstoch 22 Punkte gemacht. Und bei Spanien hat Maria Segura 19 gemacht und Diagonale Montoro hat 18 gemacht. Und da wird jetzt, wie wir gesagt haben, die auffälligste Angriff vom Gross. Ja. Wie wir auch schon zwischendurch noch mal erwähnt haben, der Brito Gerz. Mit dem Steigerungslauf hergelegt. Ja, ich denke, für die Stabilität im Team ist Maria Segura zuständig gewesen und hat aber hier ihr Potenzial aufgelegt. Und bei den Schweizer ist Maja Stock beste Spielerin geworden. Genau. Wenn man 2,5 Sätze 12 die Bahnen Punkte vom Team macht, was im Angriff ist natürlich das schon viel. Also, jetzt sind wir bei dem Ende quasi vom offiziellen Termin, vom offiziellen Spiel. Morgen, wir sind eingeblendet, um 17:30 quasi Revanche, gleichen Ort, nicht ganz gleiche Zeit, 17:30 in denen, Schweiz gegen Spanien. Was kann man mitnehmen aus dem heutigen Spiel jetzt, im Hinblick auf morgen, aber natürlich auch im Hinblick auf die WM-Quali, die dann kommt. Alles in allem ein guter Auftritt gewesen, oder würdest du sagen? Auf jeden Fall. Also, man hat vor allem in den ersten zwei, halb, fast drei Sätzen einen sehr starken Auftritt gesehen von der Schweizer Mannschaft. Also eben auch sehr selbstsicher, also wirklich offensiv eingestellt, sehr druckvoll, gut verteidigt. Wie gesagt, denke ich, ist am Service, haben noch einiges Potenzial zu holen und gleichzeitig auch noch mal. Aber es war sehr erfreulich, wie er in die Mitte gelaufen ist. Und natürlich auch erfreulich zu sehen, in welcher Form sich Laura Künze und Maja Storch befinden. Das ist von dem her sehr, sehr schön zu sehen. Und gleichzeitig haben wir in der zweiten Hälfte aber viel gesehen, die sich aufdrängen für die Position. Also, ich bin da positiv bestimmt auf die kommenden Aufgaben. Ich freue mich natürlich sehr auf das Spiel von morgen. Aber ich glaube, wir haben heute schon einen sehr guten Ausblick gesehen, was möglich ist an der EM-Quali von diesem Team. Wunderbar. Also, danke vielmals, Timo Lippunder, für dass du bist. Morgen ebenfalls wieder am Start. Dann geht es los mit dem Livestream am 17:45 Uhr. Und um 17:30 Uhr sind wir dann eben auch wieder kurz dann spiellos. Technik und Kamera macht wie immer bei Wolle Schönewerder Dani Moser. Ich bin Andreas Brandt und wünsche euch noch einen ganz schönen Montag oben.